Verflixt noch mal. Da kipp ich mir nur selber die Karre mit dem ollen Teufelsdreck vor meine eigenen Füße. Tja, dann nützt das ja nichts, ne? Dann muss ich ja noch mal wieder mang die ollen Kamellen rumwühlen. Das ist aber auch ein Stück Arbeit, bis so eine vergammelte Vergangenheit bewältigt ist. Oder will mir hier einer helfen? Nee, ne? Ihr guckt lieber zu, ne? Ist auch viel amüsanter, als an die verteufelten Zeiten zu denken, wo alles kopfüber und alles kopfunter ging und kein ein was zu lachen hatte. Da hatten wir die Hölle bei uns. Ja, ich hab den Tanz mit dem Teufel schon zweimal hinter mir. Und ich sehe das nun alles wieder so vor mir, wo das damals war, wo ich hier nur den ollen Gammel wieder in die Karte zurücksammeln tu. Hier, Papierhaufen aus der Inflation. Der Lohn für jahrelange Arbeit. Million, Billion, Trillion. Muster ohne Wert. Und hier, Lebensmittelmarken. So nützliche Lütte Schnibbels für Fett, Kartoffeln, Eipulver, Fischpaste und Trockenmilch. Aber auch 10 Gramm Zucker. Hier, Bezugschein für Plünnen und Schuhe. Aber für 1000 Mark und gute Worte nichts zu kriegen. Ja, wenn einer damals was zu tauschen hatte, denn ja, ne? Ja, der Hunger, der trieb die Stadtleute damals aus den Trümmern über Land. Die reinste Landplage war das. Gold und Silber für ein Pfund Speck. Tja, so kriegte uns der Teufel damals beim Kanthaken und zog uns das Fell über die Ohren. Ramschen, schachern, das war die Devise. Verdienen, verdienen, hamstern. Für ein Buddel Öl, für unsere paar Bratkartoffeln damals, 750 Mark. Nee, das ist wahr. Ja. Für eine Pfeife voll Tabak, da gingen die Menschen auf Reisen. Und für eine Tüte Kaffee, da konntest du nicht bloß einen Pelzmantel, nee, auch gleich die Frau da drin mitkriegen. Ja, ja, ihr Alten, ihr könnt euch wohl noch darauf besinnen. Und die jungen Menschen, die können das nicht genug erzählt kriegen, was es heißt, auf den Teufel seine Schubkarre zu fahren. Tja, dann will ich diesen ollen Gammel nun mal wegkarren hier. Ach so. Ihr wollt ja nur gerne wissen, wer ich bin, nicht? Ich bin hier auf dem Herrenhof, bin ich der Knecht. Aber ich bin zu allen Zeiten immer der geblieben, der ich war. Jan Spin! Jan Spin, sie ruft schon. Ich höre da nämlich Mank, nicht? Naja, hol mich der Deibel mitsamt seiner Schubkarre. Hoffentlich kommen sie nie wieder, diese verteufelten Zeiten. Na, dann tschüss auch so lang, ne? Klar als Gottes Wort. Und schwarz wie dem Teufel sein Handwerk. Ja, wenn du die Büchse meinst, du, dann hast du recht. Oh, nee, aber ich meine euren Teufelsschluck. Oh, sag nichts gegen den Schluck, du. Hier, guck mal an. Das ist rein Gottes Wort. Ja, du sollst dich doch schämen. Mit sowas treibt ein anständiger Mensch keinen Spott.
Hier, willst du mal einen probieren? Inget, nun bleib mir doch bloß damit vom Leib, Mann. Das schmeckt doch wie schiere Rüben. Was? Du bist wohl schon dabei gewesen, was? Du? Ich muss noch nicht bewahren, aber das ganze Haus stinkt ja. Na ja, das ist ja kein alten Korn und schmeckt auch wohl nicht so gut. Man, ja, wenn das Mandun macht, ne? Ja, das ist richtig. Dann sauft ihr am Ende noch Benzin. Ach, nee, Benzin. Na, ihr trinkt euch noch um den Verstand. Ist das nun eine Art, in diesen Zeiten nur immer ans Saufen zu denken? Halbes ja. Jahr ist Heiko, ist der Bauer nun wieder im Haus. Und was ist passiert? Schwarz schlachten, schwarz brennen und schlechte Geschäfte. Oh. Und warum? Bloß um so ein bisschen Schandudelkram mit leichtfertigen Mädchen. Na, er ist ein junger Kerl, hat noch nichts vom Leben, hat immer unter der Fuchtel von seinem Alten, der ihn bannig hochgenommen hat, und dann 6 Jahre beim Kommiss. Nur kein Wunder, dass der Junge nun mal ein bisschen was anders vom Leben haben will, ne? Schande wäre, dass du ihm auch noch beistehst. Ja, stehst du ihm nicht auch bei? Ich? Na, das hast du wohl noch nicht erlebt, hey. Was? Hast du ihm nicht eben erst die Büchse gebügelt? Die Büchse? Na, hör mal, das ist mir auch noch nicht passiert, du. So, ich hab sie zum letzten Mal gebügelt, du. Das nennst du bügeln, du? Probier mal, Jan. Schmeckt überhaupt nicht mehr nach Rüben, du. Was? Was ist mit der Büchse? Die soll Taline doch bügeln. Ja, die ist eben gebügelt. Hat sie gebügelt. Ach, red keinen Quatsch. Taline, was hat Jan mit der Hose gemacht? Gar nichts hat er damit gemacht. Was ist denn nun los? Ja, ich brauch sie heute Abend. Die kriegt wohl Mucken, was? Jungfer in den Jahren, da muss die verworren. Hier, Jan, probier mal. Wenn du den schmeckst, dann sagst du, das ist echt ein Hullmannschmuck. Ja. Hm? Prost. Ja, lass mal sehen. Na? Ja, du, der Schnaps ist gut, du. Der schmeckt kein bisschen mehr nach Rüben. Sag mal, wo hast du den so klar gekriegt? Geschäftsgeheimnis, das verrate ich nicht. Hä? Du, wenn wir da so ein paar große Fässer voll von ansetzen, sollst sehen, da ist ein Geschäft mit zu machen. Ja, willst du denn nur den Kram in Großen betreiben? Ja, na klar, das bisschen im Wegpott, so wie wir das bis jetzt gemacht haben, das ist doch bloß Fummelei. Ja. Das muss ganz anders kommen. Pass auf, 1 Cent Rüben gibt 10 Liter Schnaps. Den Liter kannst du auf dem schwarzen Markt gut und gern mit 100 Mark verkaufen. Gib 1000 Mark für 1 Cent Rüben. Ja, wo kannst du das wohl anders in der Landwirtschaft verdienen, was? Ja, Junge, du, dann haben wir ja noch Glück gehabt, dass wir da auf dem Niederende den Hafer nicht aussehen konnten, weil es da so nass war, nicht? Wieso? Tja, da pflanzen wir denn einfach Zuckerrüben und das bringt doch mehr hin. Nee, das geht doch wohl nicht gut. Das ist mir dann doch ein bisschen zu... Warum auch nicht? Mann, ich wäre ja ein Schafskopf, wenn ich den Hafer für andere Leute anbaue. Ja. Was kriege ich da denn für? 9 Mark für einen Zentner. Ja, da kann ich gerade eine englische Zigarette kaufen. Ja. Ja, du, denn haben wir ja auch viel zu viel Roggen ausgesät, du. Da wird die Hälfte wieder umgeflügt und da kommen dann auch Zuckerrüben rein, nicht? Und die vergangenen Jahre haben wir so an die 20 Scheffel Saat Kartoffel gepflanzt. Die Hälfte genügt doch auch, nicht? Ja, ne. Da pflanzen wir dann überall Schnapsflaschen. Schnaps? Zuckerrüben rein, nicht? Und dann hängen wir die Landwirtschaft an Nahrung und leben unser Geld. Also, die Böcks soll man dir doch um die Ohren hauen, alter Sünder, du. Den Bauern sowas vorzuschnacken. Taline, das ist gar nicht so dumm, was Jan Spinn mir da eben erzählt hat. Ja, da haben wir das. Nun bist du schon auf seinen Tühkram reingefallen. Wieso? Ich meine doch nur so eine kleine Ecke. So 1,5 Scheffel können wir doch noch für Zuckerrüben abnehmen. Mensch, Heiko, der spinnt doch. Taline, der Mensch muss doch auch ein bisschen was zu seinem Vergnügen haben. Ja, Vergnügen. Das Vergnügen wird hier aber in der letzten Zeit sehr groß geschrieben. Oh. Und die Arbeit kommt dabei zu kurz. Ah, nun quäst mir nicht so viel. Geh lieber hin und bügel die Hose. Doch, hast deine Büchs. Was soll ich denn mit der Schiedbüchs? Stall ausmisten. Was? 3 Tage sind die Kühe schon draußen und der Stall liegt da immer noch so rum, wie sie rausgelaufen sind. Das machst du, Mann. Das ist keine Frauensarbeit. Ja, hast du das in den letzten Jahren nicht auch immer gemacht? Ist ja nur wieder ein Bauer im Haus. Ach, du willst nicht? Nee. Du, noch bin ich der Bauer und ich könnte dich, wenn ich das... rausschmeißen. Ach, das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht hast du nur, dass du... Nur kriegt euch doch bloß nicht meinen Kopf. Also da muss ich Taline dir nur recht geben, nicht? Also Frauensarbeit ist das nicht. Na ja, das gebe ich ja auch zu. Aber dies eine Mal noch, Taline. Nächstes Jahr mache ich das wieder. Nein, ich misste den Stall nicht aus. Ich hätte lass ihn liegen. Ich mach das auch nicht. Ich habe keine Zeit.
Ja, ich weiß, du musst Schnaps brennen, ne? Verdammt nochmal, lass das Sticheln sein. Taline! Ja? Taline. Ja, was ist denn? Taline, die Kühe sind ausgebrochen aus der Weide. Da muss eben einer mithelfen. Ich kann sie allein nicht wieder reintragen. Ja, wir haben nur leider keine Zeit. Was? Nee, wir sind hier gerade beim Schnapsbrennen. Mit so einem Klöderkram können wir uns nun nicht aufhalten. Klöderkram? Die laufen in Nachbarhams Roggen. Ja, lass sie doch laufen. Die haben ihren Mund ja bei sich. Was? Nachbarhams Roggen? Das geht nicht. Der ist sowieso an Doll, weil unsere Gänse ja immer in seine Weide kommen. Oh, bleib sitzen, Jan. Sag mal, warum sagst du das, Taline? Ich bin doch der Bauer. Bei sowas sollte ich mich doch immer an Taline halten. Sie haben doch selbst mal zu mir gesagt, ich soll ihm nicht mit jedem Quark kommen. Ja, dies ist aber kein Quark. Meinst du, ich will mich wegen der Kühe mit Bauer Harms erzürnen? Wie kann das angehen, dass sie da ausgebrochen sind? Ach, das Rickelholz ist doch morsch wie Zunder. Und das Stacheldraht ist völlig verrostet. Dann laufen die Kühe einfach so durch. Ja, wie kann das denn angehen? Ja, wie kann das denn angehen, wenn der Bauer sich um nichts kümmert? Ja, kann ich da was anmachen, wenn ich heutzutage kein Stacheldraht kriegen kann? Oh. Für Schnaps kannst du heute noch alles kriegen. Und so einen Rat gibst du mir? Ja, dann hätte der olle Teufelsschluck doch endlich mal einen guten Zweck. Ja, dann lass uns doch erstmal hin, wenn die Kühe herkommen. Ja, du bleibst hier, Jan. Das können Taline und Marie machen. Ja, nun mal los, ehe der Bauer Harms dahinter kommt. Ich tu da keinen Schritt um. Und Marie muss mir in der Küche helfen. Also, das ist doch sofort. Gehst du los und holst die Kühe wieder rein. Anders passiert sonst hier passiert gar nichts. Ich tu hier keinen Handschlag mehr. Im Meise, das 25 Jahre, dass ich Tag aus Tag ein meine Arbeit getan habe. Und der alte, dein Vater, der hat sich nicht einmal beklagt. Und als er im ersten Kriegsjahr sich hingelegt hat und nicht wieder aufgestanden ist, da haben Jan und ich ihn in die Hand versprechen müssen, dass wir den Kram hier für dich verwahren, bis du wieder da bist. Ja, ich weiß, Taline. Und ich bin euch beiden auch dankbar, dass ihr den Kram so gut verwahrt habt. Aber darum kann ich mir doch jetzt nicht das Heft aus der Hand nehmen lassen. Das nimmt ja auch keiner aus der Hand. Im Gegenteil. Ja, dann mach hier nicht so ein Theater und mach das, was ich dir gesagt habe. Nein, ich tu nichts mehr. Ich will nicht mehr. Ich hab keine Lust mehr. Und ich hab keine Lust, mich von dir an die Wand drücken zu lassen. Verstehst du? Weißt du, wenn du nicht so ein ausgewachsener Mann wärst, dann würde ich dich nur noch übers Knie legen. Nein. Die Zeiten sind doch wohl vorbei, ne? Ja, ich weiß, Marie. Taline. Hast schon Mutterstelle an mir vertreten. Du tu deinem großen Jungen noch mal einen Gefallen, hm? Geh hin und jag die Kühe wieder rein. Hast doch früher auch mal auf ein Auge zugedrückt. Du musst aber aus. Ich rühre hier nichts mehr an. Marie, komm, hilf mir nicht in der Küche. Ja, wenn du hier nichts mehr anrühren willst, wobei soll sie dir denn noch helfen? Genauso wie du den Bauern auch immer hilfst. Beim Faulenzen. Komm. Oh. Marie? Ja? Du suchst dir ein paar Schuljungs und treibst die Kühe wieder auf die Weide. Wäre das nicht besser, wenn sie da erst selber nachgucken würden? Was? Ja, das Rickelholz muss doch auch wieder heil gemacht werden. Kommst du mir jetzt auch so? Du tust, was ich dir gesagt habe, verstanden? Ja, ist schon gut. Ach, bloß die Tasche, die nehmen sie wohl so lange in Verwahrung. Was ist das für eine Tasche? Ich weiß nicht. Lag hier vom Haus auf der Straße. Muss da wohl einer verloren haben. Na, ist gut. Ja, nun geh mal los und hol die Kühe wieder zusammen. Ja. Ah. Was ist da drin? Stück Speck und Pfund Butter, du. Und dennoch so Papieren und Akten, was es ist. Hat sich ein Hamster da verloren, nicht? Ja, wir wollen die Tasche mal hier erstmal runtersetzen. Ah, sogar die Flüchtlingsin hat sie schon gegen mich aufgehetzt. Hast du gemerkt, wie frech die dir neben war? Frech? Ach nee, das war sie ja nun wohl nicht. Ja, ich habe aber keine Lust, mir von ihr hier Moralpredigten halten zu lassen. Du ärgerst dich wohl mehr über die Dernas über Taline, was? Ach, peinlich ist mir das. Taline hätte sich auch gern ein bisschen zusammennehmen können, gerade eben, wo die Derna dabei war. Ja, du, wenn die vergrellt ist, du, dann futtert sie raus, was in ihr sitzt. Hm. Das kenn ich nur all 25 Jahre an. Ich bin doch mit Taline damals am selbigen Tag hier bei deinem Vater in Dienst gekommen. Ja, Jan, dann habt ihr ja am 1. Mai euer 25-jähriges Jubiläum. Ja, wenn du das so nennen willst, ja. Ja, Mensch, das muss doch gefeiert werden. Ja. Du, Jan, das ziehen wir ganz groß auf, mit Musik und Tanz. Ja. Vor die Haustür kommt eine große Ehrenpforte. Taline kriegt einen silbernen Kranz ins Haar und du einen silbernen Strauß ins Knopfloch. Du. Ach, da ist ja das Silberbrautpaar Chlor, was? Komm, da wollen wir einen kleinen aufnehmen, was? Ja, hinter hier komm, von der. Oh ja, der ist klar. Ja. So, komm her, Jan. Halt fest. Ja. So, Prost, Jan Spin.
auf die Silberbraut und auf den Silberbräutigam. Ja, nee. Ich trinke bloß auf meinen Junggesellenstand. Prost, Jan. Prost, Heiko. Oh, der ist aber gut. Der ist gut, was? Mann, was ein Glück, dass wir nun zu der Feier den guten Schnaps haben. Ja. Da sollen sich die Leute aber das Maul anlegen. Ja, komm, ja. Einen können wir noch ablaufen. Ja, Schandan, kommt! Schnell den Schnaps vom Tisch! Ja, wo ist er denn? Steigt gerade runter von seinem kleinen Motorrad. Er muss gleich drin sein. Ja, dann geh hin und halt ihn ein bisschen im Schnack auf, dass wir die Budelei hier wegkriegen. Eigentlich sollen wir euch doch ja mit Zipfel. Geh mal los! Hier ist der Schlüssel. Und wenn er hier was revidieren will, dann haben wir den verloren. Ja, und wisch den Tisch ab. Da hast du den ganzen Schnaps ja ausgegossen. Das riecht er ja. Ja. Mach doch. Ja, und du hast einen ganzen Buddel noch in der Hand. Ist der Bauer da? Da ist er schon. Setz dich hin. Ja, Helmer, komm mal rein. Hier ist der Bauer. Tag zusammen. Da habe ich ja Glück, dass ich ihn mal im Haus antreffe. Bei dem schönen Wetter sind die meisten Bauern hier nur draußen, an der Arbeit. Ja, bei uns hat der Bauer seine Arbeit meist im Haus. Na, Fitelma, komm, Setti Dole hier. Ja, Herr Schanam, setzen Sie sich. Danke. Taline soll eben eine Tasse Kaffee kochen. Nee, ist dankenswert, aber so viel Zeit habe ich gar nicht. Muss gleich wieder weg. Ja. So. Ist denn was Besonderes, dass Sie hier bei uns reinkommen? Ja, das ist eine unangenehme Sache. Ist mir direkt peinlich, dass ich euch damit kommen muss. Ach, hat uns einer angezeigt? Nee, das nicht, ne? Ach so. Ja, aber was kann's denn sonst wohl sein? Ja, mir ist da was Unangenehmes passiert. Ich habe meine Aktentasche verloren. Ist mir vom Gepäckträger gefallen. Hier, dicht bei eurem Haus muss das gewesen sein. So. Bei Bauer Harms hatte ich sie noch. So, was war da denn in? Och, Papiere, Akten so. Über Oldenbauer. Ihr wisst ja, wegen der Schwarzbrennerei. Ja. Na, dann kann Oldenbauer sich ja freuen, dass sie weg ist, ne? Och, das hilft ihm doch nichts. Aber ich komme in Teufels Küche. Ja, und weiter war da nichts in. Ja, was soll denn da wohl noch anderes drin gewesen sein? Nee, ich meinte immer bloß. Wir haben ja hier eine Aktentasche gefunden, ne? Hier, gerade vom Haus hier. Mensch, und was sagst du nur erst? Wo ist sie? Na, nun mal nicht so hitzig. Deine kann es ja nicht sein, ne? Zeig sie doch mal her. Ja, du sagtest doch in deiner Tasche, da waren nur Akten drin und Papieren drin, ne? Aber in der wir gefunden haben, du, da war wohl noch was anderes drin. Ja. Naja, dann will ich's mal rein raus sagen. Bisschen Speck und Butter ist er auch drin. Oh. Guck an, Speck und Butter. Das haben Sie wohl auf Marken gekauft, ja. Was? Nee, das habe ich gehamstert, dass ihr ganz genau Bescheid wisst. Naja, ich bin auch bloß ein Mensch und kann mit den paar Kalorien nicht aus, die einem zustehen und die man nicht mal kriegt. Naja, ich halte ja auch mehr von Speck und Butter als von Kalorien. Ja, denn all die großen Jungs im Haus, die futtern einmal die Ohren vom Kopf. Vorgestern ist mein Ältester. Der Hein wiedergekommen aus Russland. Nee. Naja, da muss er was im Magen haben. Und wo soll ich's denn herkriegen, wenn gute Freunde eigentlich ein bisschen helfen, ne? Naja, das ist schon nun mal ein Glück, dass er wieder da ist. Wieder ja, geht. Das freut mich auch, dass er wieder da ist. Hab mich immer gut mit ihm vertragen. Ja, ich weiß. Na, ich komm mal rein und bring ihm was mit, ne? Warte mal, paar Eier, kannst du ihm mal jetzt schon mitnehmen? Ach, nee, lass mal, erst helfen wir uns ja auch. Wir haben das doch. Taline, pack mal ein paar Eier ein. Für den Gendarm. Ja, du lass das doch. Kannst du ruhig annehmen. Nur das wäre ja wohl eine schlimme Gemeinde, die unseren Gendarm nicht ernähren kann. Ja, das ist wahr. Fütter das Biest, dann ist das zahm. Na, ihr müsst aber nicht glauben, dass ich darum nicht ordentlich durchgreife, wenn es mal nötig ist. Los, Jan, gib mir die Tasche. Ja, ich stehe hier. Ja, kommst du dabei, was? Danke. Ja, da ist ja eben was umgefallen. Ja. Das war bloß ein Buddel Schnaps, bitte. Ihr bringt einen aber auch in Verlegenheit.
Naja, ich habe nichts gesehen. Naja, du brauchst gar nicht wegzugucken, Philipp. Du, das ist kein selbstgebrannten Schnapsen. Nee? Das ist echten Hullmannschen. Da haben wir noch ein paar Flaschen uns aufbewahrt von damals. Schenk uns mal einen. Ja, Mann, ran hier, Herr Gendarm. Das können Sie uns doch nicht abschlagen, wenn wir auf Ihren Heini anstoßen wollen. Ich, ne? Ich weiß nicht. Ja, aber immer ran hier, Philipp. Du musst den doch probieren, sonst kannst du auch nicht feststellen, ob das nicht wirklich selbstgebrannten Schnaps ist, nicht? Ja, da hast du recht, ja. So, Herr Gendarm, auf die Gesundheit von Ihrem Elsen, ne? Ja. Der war groß, ne? Prost, bitte. Na, ist das echt ein Hohlmannschen? Naja, nach Rüben schmeckt er nicht. Naja, du wirst doch wohl nicht glauben, dass wir so dumm sind und laden dich hier zum selbstgebrannten Schnaps ein, nicht, Fiete? Wissen Sie, Herr Gendarm, Schnapsbrennen kommt bei uns nicht in Frage. Nicht in die Hand. Ja, ich weiß. Gebrannt wird nirgends. Bloß gesoffen wird überall. Ja. Das ist ein Wort, was ja. Da kann auch einer aufs Ding. Ja, glaube, da geht auch einer. Ja, so, Herr Gendarm. Prost, Herr Gendarm. Ja, dann mal Prost, nicht? Ja, Prost, Fiete. Bisschen fein, Kerl. Also sagen Sie mal, Herr Gendarm, wie war das nun eigentlich mit Oldenbauer? Ich meine, was hat er denn bekommen? 5 Jahre. Und 100.000 Mark Geldstrafe will der Staatsanwalt ihm aufknacken. Den Donner, ja, das ist was. Ja, der hat es aber auch immer ein bisschen zu schlimm gemacht. Ja. Ich kann bloß jedem raten, dass er die Finger davon lässt. Unser neuer Kommandeur. Oh, das ist ein ganz scharfer. Ja? Ach, da muss man wohl mit großen Revisionen und sowas rechnen, was? Ganz sicher. Und dem wird jede Ecke nachgeguckt. Darauf könnt ihr euch verlassen. Na, also uns kann es ja nun ganz egal sein. Ja. Wir bemängeln uns nicht mit so einem Arschkram, Schnapsbrennen und so. Ist auch besser. Oh, da können Sie gern kommen. Zu jeder Zeit. Bei uns finden Sie nichts. Ja, aber da kann auch ein kleiner drauf stinken, glaube ich, was? So. Auf gute Freundschaft. Prost, Herr Gendarm. Ja, der war Prost, ne? Ja. Der ist wirklich gut. Ja. Hier sind die Eier. Ja. Halbes Dutzend habe ich eingepackt. Mhm. Oder sollen das noch mehr sein? Nee, vielen Dank. Na ja, ich kann ja nicht wissen, was hier so die Taxe ist, nicht? Taxe? Ach, was, darfst du nichts bei denken? Die hat schon den ganzen Vormittag ihre Nücken hier. Naja, das fehlt nur Zeit für mich. Doch, einmal müssen Sie doch mit uns anstoßen, Herr Gendarm. Nee, danke, nur ist genug. Das ist aber schade. Ich hätte gern auf Ihre Helga mit Ihnen angestoßen. Ich halte viel von ihr. Helga? Ja. So. Naja, dann tschüss. Ja, tschüss, Herr Gendarm. Guck mal wieder ein, ne? Du, Jan, was hat er denn mit dem Malen? Ja, ich glaube, das mit seiner Helga, das hat ihm nicht so richtig gepasst, du. Wieso? Ist doch ein lustiger Vogel. Ja, das ist es ja gerade, wenn du da mal nicht mal am Bike hängen bleibst, du. Ja, wäre das so schlimm? Ist doch eine hübsche Dern? Ist sie auch, aber eine Bauersfrau wird die mein Leben nicht, du. Oh, das kommt doch noch auf den Versuch an, du. Ja. Du, was mir aber nicht so recht gefallen hat, das war das, was er da von den Revisionen gesagt hat. Hast wohl gemerkt, er wollte uns richtig wahrschauen. Richtig, ja. Ja, du, in deiner Kammer darfst du das ja nun nicht weiter betreiben. Nee. Und in der Scheune geht's auch nicht. Da kann ich ja nicht brennen. Nee, und brummen wirst du doch auch nicht, ne? Bist verrückt. Ja. Ja, dann lass doch den ganzen Kram stehen und hör damit auf. Nee, ich bin doch kein Angsthase. Nee. So schnell werde ich das Gewehr nicht in Graben, du. Ja, aber ein sicheres Versteck müssen wir dafür finden, du, das ist klar. Anders ist der Kram jetzt zu gefährlich. Ne? Du, ich weiß was. Na? Pass mal auf. Dahinter. Dahinter? Hier hinter. Da ist doch der alte Alkoven halt, ne? Der steht leer. Ja. Ja, ihr fasst mal mit an, ne? Und dann nimm mal die Villas ab. Und dann will ich dir das mal zeigen, ne? So. Nun pass mal hier auf. Jo. Nun wollen wir das hier mal auftrennen, ne? Ja. Also, da bin ich aber gespannt. Mir sag mal. Hier, da ist der
lass mich mal hier in die Mitte. So, dann machen wir hier nochmal einen Schnitt in die Mitte. So ist gut. So, hier. Ja, nun pass mal ab. Na, was sagst du, was? Ist das nicht ein Versteck? Haha, vor diesem Alkoven, da weiß hier kein Mensch mehr was von ab. Gar nicht so schlecht, du. Ja, aber mit dem Brennen, wie machen wir das? Ja, da an der Achterwand, da ist doch der Küchenschornstein, nicht? Da schließen wir einen Ofen an. Ja. Und dann geht alles klar, nicht? Mensch, das wäre ja famos, du. Du, und vor das Loch da schieben wir den großen Kleiderschrank, nehmen die halbe Rückwand da raus und dann steigen wir durch den Kleiderschrank in den Alkoven. Ja! Du, da kommt nicht mal Taline hin. Ja, aber was sagen wir, wie eher, warum wir den ganzen Kram hier so umgekrempelt haben? Das ist wegen der Jubiläumsfeier, denn den haben wir doch mehr Platz, nicht? Ja, haben wir ja gar nicht. Nee, aber sagen können wir das doch. Ja, dann fass mal mit an. Du bist doch ein dübels Kerl, Jan. Dann mal los. Ja, und wo bleiben wir da nun mit? Also in den Alkoven rein, du. Ja klar, denn sind sie ja weg. Ja. So, jetzt ist lang. Ja, wenn bloß Taline noch nicht drauf zukommt. Ach, Taline scheuert die Küche, bis die kommt, ist das eins fertig. Dann mal los, egal. Okay. Hopp! Halt, stopp! Ja. Au. Was ist denn los? Ja, wir müssen nur erst die Achterwand da rausnehmen. So, ich stelle hier mit rein, ja? Ganz schön Alkohol. Ja. So, und nu, ja. Nur den Schrank vors Loch. Nur zugleich. Hopp! So, hopp! Na, was sagst du? Nichts zu sehen, du. Du, die Sache geht klar. Du, wenn das nun mal bloß nicht zu umständlich ist, da reinzukommen, ne? Ja, das können wir erst mal ausprobieren, ne? So. Ach. Du, das geht besser als durchs Hühnerloch, du. Ja, alle. So, ja, gut, probier auch mal. Ja, bloß bannig dunkel ist das da drin. Ach, da legen wir einfach elektrisch Licht rein. Ja, klar, Mensch. Nee. Geht bestens. Hier neben dem Alkovenloch ist ja die Steckdose. Ja. So, komm her, dann lassen wir wieder zu. Was ist wohl? Du, ich kann dir sagen, das wird der reinste Salon. Du, da kannst dich besaufen, das merkt kein Mensch. Und wenn ich einer sucht, nicht, dann bist du einfach nicht zu Hause. Ja. So, los, nun schnell das Sofa und den Tisch auf dem richtigen Platz. So, komm mal die Bitte. So, jetzt den Tisch. Und nur den Stuhl. Ja, und nur die Billas wieder an. Na, guck mal, da sind sogar Nägel in der Wand, als wenn die dafür gemacht wären, ne? Ja, das ist ja klar. Damals, wie ich hierher kam, stand das Sofa und der Tisch ja auch hier. Na, dann ist ja alles wieder so wie früher. Ja, du musst ja... Na, toll. Mach mal. Du, geh los. Bisschen höher raus. Ja, sag mal Bescheid, ja? Ja, so, genau, noch ein bisschen so rechts. Gut. Rechts, noch ein bisschen höher da rechts. Gut. Stopp! Jo, das war ein Stück Arbeit. Ja, Jan, das sitze ich hier genauso gut wie da. Du. Ja, das ist ja auch dasselbe Sofa. Du, Jan, bloß Taline, du, die wird gucken. Ach, da ist sie. Aua! Taline, mach den Mund dicht, das zieht. Sag mal, seid ihr durchgedreht? Was soll denn da? Alles dir zu Ehren. Ach, was red vernünftig, wenn du was sagst. Taline, Jan redet vernünftiger als jeder andere, du. Wenn am 1. Mai die ganzen Gäste zum Gratulieren kommen, dann haben wir so noch viel mehr Platz zum Feiern. Was feiern, sag mal, an was anderes denkt ihr wohl gar nicht mehr in euren Dudenkopf, nicht? Da will ich nichts vermissen. Das baut mal so vor wiederum, wie das gewesen ist. Oh, Taline, 25 Jahre treu und ehrlich auf einer derselben Stelle.
Na, finde ich doch nicht ein bisschen dankbar wäre, dann wäre ich doch wohl ein schlechter Kerl, was? Meinetwegen braucht ihr nicht so viel Umstände zu machen. Lauft lieber hinter den Kühen her. Die deren kommt gerade wieder, sie kann keine Jungs finden. Gut, machen wir. Komm, Jan. Ja, ja. Aber du musst dann aber auch den Stall ausmisten. Nein, das tue ich nicht. Tja, wenn du das nicht willst, dann gehen wir auch nicht achter die Kühe. Dann lass sie doch laufen. Schade. Nu ist sie wieder vergrillt, ne? Du, Jan, sie hat sich aber richtig begöschen lassen. Du hast nichts gemerkt. Nee, hat nichts gemerkt. Du, aber wollen wir nicht doch lieber erstmal hinter die Kühe. Jesus, hast du noch Spektakel mit Nachbarn? Oh, das ist mir egal. Soll sie mit ihrem dicken Kopf durch? Nö. Das kommt doch jetzt drauf an, wer hier Herr auf dem Hof ist. Ja, ja. Sie oder ich. Da muss ich mich jetzt durchbeißen. Ja, aber ich glaube, in Durchbeißen ist sie dir aber über durch. Das soll sich ja erst zeigen, ne? Ja, sag mal, willst du denn nur den ganzen Sommer den Mist im Stall liegen lassen? Ja, wenn sie doch nicht beigeht, ja. Ja, dann müssen wir uns aber erst ein großes Fass alte Cologne kommen lassen. Sonst halten wir es vor Gestank im Sommer nicht aus hier. Hallo, Heiko. Ach, becher dir schon wieder ein, da komme ich ja gerade richtig. Hallo Helga, mein Süßen, komm rein, kannst einen mittrinken. Da sag ich nicht nein, du. Du, vielleicht misste die dir den Star. Junge, Jan, du, das möchte ich mal sehen. Nee, du kannst es ja mal ausprobieren, nicht? Ich meine, wenn sie das denn macht, nicht? Hm? Dann kannst du die ruhig heiraten. Tja, du, das ist gar nicht mal dumm. Ja. Dreimal bin ich hier schon vorbeigekommen, aber immer stand vor das Motorrad vom Haus. Yeah. Na, nun ist der alte Knacker ja endlich weg. Nun schnack nicht so respektlos von deinem Vater, Dian. Respekt? Ach, du nicht so viel. Dian, du hast ja schon ganz auf Sommer gemacht. Machst mich leid. Ja, lecker siehst du aus. Komm, setz dich hin. Lücken Schnaps machst du, wa? Vor Schnaps und Männern laufe ich nicht weg. Das merken Blinden, du. Jan. Geh mal raus und guck mal nach, ob die Gänse auch nicht wieder in Nachbarhams Weide sind. Das hättest du mir gar nicht erst zu sagen brauchen, bitte. Ich wäre sowieso all rausgegangen. Ja, dann hau mal nach. Was ist denn? Prost. Du, der schmeckt aber gut. Lecker, was? Ja, so einen kriegst du nicht überall, du. Ja, da mal noch einen. Selbst gemacht? Na. Ich brenne doch keinen Schnaps. Meinem Alten kannst du sowas erzählen, du. Aber ich weiß doch Bescheid. Na, dann red da mal nicht drüber, ne? Du und sag bloß deinem Vater nix. Der hört ja doch nicht auf mich. Prost. Prost. Mhm. Oh, Junge, ja. Wenn man so den ganzen Tag nicht von der Flasche wegkommt, du, da wird einem auch nicht warm bei einem, ne? Na, kommt das nicht woanders von hier? Meinst von dir? Ja. Ja, das kann auch sein, ne? Au, doch nicht so doll, du. Du brichst mir ja alle Knochen kaputt. Totdrücken könnte ich dich. Lass mich lieber leben und gib mir eine Zigarette. Zigarette? Ja, sowas habe ich nicht. Was? Ein Bauer und keine Zigaretten? Der gehört ja ins Museum. Na, will ich dir mal eine spendieren, nicht? Ach nee, das ist mein Strumpf. Ja. Was? Englische Zigaretten? Mhm. Und Schokolade hast du auch. Aha. Wo kommst denn dabei? Ach, doch nicht so dumm. Du, das passt mir aber gar nicht. Ja, von dir krieg ich ja nichts, nicht? Aber was anderes habe ich für dich. Ja, was denn? Abwarten. Ja. Du, was ist das? Ja. Da? Oh. Echt Gold? Echt Gold. Oh, schick. Tja, hat auch 20 von Speck und 5 Flaschen Schnaps gekostet. Heiko, dafür kriegst du einen Kuss, du. Bitte. Sie hat mir das aber zu dumm. Sagen Sie mal, Frau Hilmer, schämen Sie sich eigentlich gar nicht? Ja, warum denn? Mögen Sie meine Beine nicht? Hast du... Ja, was ist denn los? Ihr kommt hier rein, als wenn Malheur passiert wäre. Ja, Bauer Hans hat den Markt rübergeschickt. Wir sollen sofort die Kühe aus dem Roggen holen, sonst bringt er sie in den Schützstall. Ja. Wenn ihm das Spaß macht, kann er das ja tun. Ach, halt sie doch den Mund. Für Sie noch lange nicht. Muss aber aus. Nun, Mann, sinnlich. Ja, das ist ja alles nicht so schlimm. Nicht so schlimm? Das ist so schlimm, dass ich das nicht mehr länger mitmache. Kann sich ja an die da halten. Mann, die macht sich die Hände nicht schiedig. Die schiebt dir keine Karre voll Mist vor die Tür. Vielleicht macht sie das ja doch. Er kriegt unser Kader Ferkel. Ja,
Hör mal zu, Jäger. Ja? Bauersfrau möchtest du doch wohl werden. Warum nicht, wenn ich noch eine Großmacht dazu krieg? Ja, da lässt sich ja drüber ringen. Aber weißt du, eine Katze im Sack kaufe ich nicht gern. Du, wenn das weiter nichts ist, da lässt sich doch drüber reden, ne? Ja, nee, denn musst du erst unseren Kuhstall ausmisten. Was? Ja, ich heirate bloß die unseren Kuhstall ausmisten. Und das soll ich tun? Ja. Du bist ja Duhn, du. Ja, mag wohl sein, dass ich auch ein bisschen Duhn bin, aber das ist mein Ernst. Das setzt man in die Zeitung. Und der Heiratsannoncen. Ich guck dann zu, wenn das große Ausmisten losgeht. Und ich bleib dabei. Ich heirate nur die unseren Kuhstall ausmistet. Das ist ja ein Heiratsversprechen. Ja, ist das. Unter Zeugen. Ja, ihr seid Zeugen. Und ist egal, wer das ist. Egal, wer das ist. Die den Kuhstall ausmistet, die wird geheiratet. Den mach ich das. Was? Mach ich das? Du? Ja, ich. Du willst mich heiraten? Ja, warum nicht? Denn wäre ich hier Bäuerin, kann ich mir was Besseres wünschen. Tja, da bist du reingefallen. Och, das ist ja dummes Zeug, Mann. Hier stehen die Zeugen. Ja, du, wir sind Zeugen. Herzlichen Glückwunsch zu der Braut. Was hast du dazu, Jan? Ja, was gesagt ist, das gilt. Du, da kannst du nichts mehr machen. Oder willst du dein Wort brechen? Nee, wenn das so ist. Aber ein paar Bedingungen sind noch bei. Ganz so einfach, wie du dir das denkst, ist das nun doch nicht. Oh, der Mann zu. Erstens musst du das heute noch fertig kriegen. Angenommen. Ja, aber bis um 6 musst du damit klar sein. Was? Das ist immer knapp 3 Stunden. Ja. Angenommen. Und der Stall muss reingeschrubbt sein wie geleckt. Angenommen. Und der Misthaufen muss fein 4-kantig aufgepackt sein, so wie sie das gehört. Angenommen. Ja, aber helfen darf dir keiner. Nee, das ist klar. Hm. Und wenn ich das alles schaff, dann willst du mich heiraten. Ja. Wenn du das klar kriegst, dann heirate ich dich. So wahr wie ich es sehe, da sind die Zeugen. Gut, dann müsst ihr aber nur auch die Kühe wieder reinholen. Was? Du hast auch Bedingungen? Nö, das gibt's nicht. Hast du das vorhin nicht selbst gesagt? Wenn ich den Stall ausmiste, willst du die Kühe wieder reintreiben? So, habe ich das gesagt? Ja, das stimmt, das hast du gesagt. Naja, da soll's dann auch nicht dran liegen. Dann komm, Mann. Gehst du auch mit, Helga? Nee, du, ich muss ins Dorf. Da sollen sich noch mehr Leute drüber freuen. Ja, nun bring das mal nicht gleich überall rum. Ja, warum nicht? Du, das ist doch ein Hauptspaß. Die Sensation. Na, der Mann viel Vergnügen beim Ausmisten. Ja, Taline, viel Vergnügen, du. Taline. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Klar, du. Was haben wir für ein Glück, dass Taline so viel mit dem Mist zu tun hat, nicht? Wieso? Da haben wir uns doch nur in aller Ruhe und Gemütlichkeit da einrichten können, nicht? Oh, da kommt sie ja schon wieder mit der Mistkarre an. Wenn sie das bloß nicht bis um 6 fertig kriegt, die hat er ja einen Gang drin. Ja, die arbeitet 3 Mannsleute an den Grund. Ja, guck doch mal nach, wie weit sie ist. Ja. Wenn ihr doch mal bloß mal das Rad von der alten Karre abbrechen würdet. Ja, das bricht nicht, das ist doch Friedensware, du. Hau mal ab. Oh nee, was für ein Blödsinn aber auch. Wie konnte ich mich ja bloß auf so einen nahen Kram einlassen? Ah, da kriegst du bloß mit einem besoffenen Kopf klar. Oh, das ist ja zum verrückt werden. Ah, warte mal. Marie? Ja? Komm mal her. Ja? Ja, soll ich was? Sag mal, Marie, was machst du im Augenblick? Ist das eilig? Oh, das kann ich gerade nicht sagen. Ich schäle Kartoffeln. Kartoffeln schälen? Und Taline, die kann sich da mit dem Ausmisten allein abquälen, was? Ja, und 2 Männer im Haus und rühren keinen Finger. Das geht dich nichts an, verstehst? Ah, du bist doch ein Bauer, der. In Pommern hat er ihren Hof genauso groß wie meiner. Hast du damit rumgeprahlt? Ich hab noch nie rumgeprahlt. Ach,
Hast du da wohl die Finger nicht schmutzig gemacht, wie? Ich bin vor keiner Arbeit bange. Was wissen Sie denn von mir? Ist nicht genug, dass ich meinen Vater und meine Mutter, Haus und Hof, dass ich alles verloren habe? Gern bin ich hier nicht als Bettler hergekommen. Ja, ich weiß, war ja nicht so böse gemeint. Aber warum hast du ihr denn nicht mitgeholfen? Ja, sie wollte nicht. Als sie die Forke in die Hand... Ach, dann hast du doch erst mitgearbeitet. Hast die Forke doch in der Hand gehabt. Ja, aber zum Arbeiten bin ich nicht gekommen. Ja, aber hast du nicht eine Forke voll mit rausgeworfen? Nicht ein Halm. Sie riss mir die Forke aus der Hand und hat mich in die Küche gejagt. Ich weiß gar nicht, was ihr in den Kopf gekommen ist. Ich weiß es umso besser. Heiraten will sie. Talin und heiraten? Ja. Ach, das glaube ich nicht. Ja, und darum braucht sie sich doch beim Ausmisten nicht so anzustellen. Ja, das ist das ja, mein Grad. Wenn sie bis um 6 Uhr den Stall sauber hat, muss ich sie heiraten. Ja, können Sie so einen verrückten Kram abmachen? Was macht man nicht alles mit einem besoffenen Kopf? Dass Taline darauf eingegangen ist. Na, wenn da ein Bauernhof und ein junger Kerl bei zu verdienen ist, dann hättest du das Ausmisten doch wohl auch übernommen. Nein. Nein? Nein. Ich meine, da gehört auch ein bisschen mehr dazu. Noch mehr? Ist so ein Bauernhof wie meiner nicht genug? Nein. Ich meine, man muss sich doch auch ein bisschen lieb haben. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber wie so ein Olle Jüngfer ist der Leif wohl am meisten innen drin. Oh, ich glaube auch nicht, dass Taline das ernst meint. Die meint das verdammt ernst. Hör, da kommt sie schon wieder mit der Karre an. Dass sie mein Jahr nicht die Zeit verpasst. So, das war die letzte Karre. Aber das Teil muss blitzeblank sein. Der ist schon fertig. Ich hab gewonnen. Da hörst du das, wie sie da hinterher ist. Das verstehe ich nicht. Junge, das hätte ich nicht gedacht, du. Ah, wie sieht's aus? Wie weit ist sie denn? Sie ist klar, der Stall ist blank, du. Da kannst du keinen Halm mehr empfinden. Das kann doch gar nicht angehen. Sie war doch eben noch am Mistkern. Ja, was sie eben vorbeigekarrt hat, das waren nur noch ein paar Schrabbes, die vor der Tür lagen, nicht? Nee, die hat vorher alles rausgerissen. Und dann hat sie erstmal den Stahl ausgescheuert, du. Wenn wir genau zugucken, dann finden wir doch bestimmt noch einen Halm drin. Nee, der Stahl ist blank, als wenn der Bulle ihm ausgeleckt hätte, du. Und der Misthaufen draußen vor der Tür, schön vierkantig, glatt und schier. So können wir das nicht, du. Und wie sie mit der Karre unterwegs war, da habe ich ihr schnell noch ein paar Fogen Mist wieder reingeschmissen in den Stahl. Du. Oh, das war gemein. Ja, das jetzt lassen sollen. Ehrlich muss der Kram bleiben. Das hat mir ja auch gar nichts genützt. Die ist mir ja zu Leibe gegangen, du. Umbringen wollte sie mich. Beinahe wäre ich in die Jauchekuhle. Oh. So, Heiko, ich habe es geschafft. Kannst dir mein Werk angucken. Alles blank und glatt. Will ich gar nicht sehen. Ja, vielleicht finden sie aber doch noch was an auszusetzen. Hat Jans Bin mir schon erzählt, dass er nichts dran Och, fehlt. Och, Jans Bin, guck selber nach. Vielleicht findest du ja doch noch ein Loch, wo du wieder rausschlüpfen kannst, ne? Na, du glaubst doch wohl nicht, dass dieser Spiegel, den wir einen halben halbdummen Kopf ausgeheckt haben, dass mir das ernst war. Mir war das aber verdammt ernst, du. Und ich will nicht hoffen, dass du für ihn Spaß gemacht hast. Das war nämlich eine Schinderei für mich. Wenn du so dumm bist und fest darauf reinst. Taline, ach, du hast dich doch wohl nicht übernommen. Du siehst ganz angegriffen aus. So, tu ich das. Mein lieber Heiko. Ich bin nicht dein lieber Heiko. Mein lieber Heiko, ich kann mir ja vorstellen, dass ich nur in diesem Zustand nicht gerade zum Anbeißen aussehe. Aber wart mal ab, ich mach mich glatt und schier. Und dann sollst du andere Augen machen. Und nachher sprechen wir uns wieder. Mein lieber Junge. Hast du das gesehen? Ja, ja. Mein lieber Junge, mein lieber Heiko, da kann einem ja übel bei werden. Ja. Die hat sich das doch richtig in den Kopf gesetzt. Na, du bildest dir doch wohl nicht ein, dass ich die heirate. Naja, wenn Taline darauf besteht, du versprochen ist versprochen, nicht? Taline, meinst du, dass ich mich darum kümmere? Die kann mir im Mondschein begegnen. Ja, und nu wird es ja wohl mit der Jubiläumsfeier, wird sie nur auch wohl nichts, nicht? Jubiläumsfeier, das hätte gerade noch gefehlt. Nee, das ist aus, gefeiert wird nicht mehr. Na, und Schnaps brennen, das wirst du nur auch wohl nicht mehr, was? Du, das wäre aber schade, du.
wo wir uns da so fein eingerichtet haben. Nicht mehr brennen, bist du mal? Im Gegenteil, dreimal so viel wird gebrannt wie sonst. Da sind da noch 20 volle Flaschen im Schuppen und am Torf. Ja. Die holen wir erstmal her. Ja, ja, wenn es nur mit Gewalt losgehen sollte, mal zu. Ja, ich kann mich gar nicht halten, sagte der Fuchs. Und da riss er dem Hahn den Stert aus. Die soll mich kennenlernen. Jetzt ist mir alles egal. Der Bauer. Hm. Keiner da. Ja, Jan Spinn sagte doch, der Bauer sei in der Dünns. Achte, dass er wohl in seiner Kammer. Keine. Wo ist er denn geblieben? Ich habe doch auch nicht gehört, dass er rausgekommen ist. Das ist ja gediegen. Ist der Bauer da? Hier ist er nicht. Ja, nein, was heißt das? So, gerade eben war er noch hier, aber jetzt ist er weg. Ich weiß nicht, wo er geblieben ist. Der muss ja wohl durchs Fenster gestiegen sein. Ja, Jan Spinn hat aber doch gesagt, er wäre hier. Ja, das hat er mir auch gesagt. Aber er ist da ja nicht. Na, ich komm mal rein. Ja. Da ist er ja. Marie? Ja. Marie, komm mal her. Ja. Hier steht er ja, groß und breit. Also das verstehe ich nicht. Was ist denn los? Och, Marie hat mir gesagt, du bist nicht hier, nun bist du das doch. Ich habe sie überall gesucht, ich konnte sie nirgends finden. Hast die Augen wohl nicht ordentlich aufgemacht? Muss eben besser hingucken. Das ist ja sonderbar. Ja, nun geh mal wieder und träum nicht mit offenen Augen. Ja. Nee, du, wie die sich verstellen kann. Wieso? Oh, die hat doch gewusst, dass du hier bist. Die wollte mich doch bloß loswerden. Meinst du das? Na, die hat wohl ein Auge auf dich geworfen, was? Die? Nee. Na, habt ihr nicht doch schon mal so ein bisschen rumgeschmust? Nee, du bist doch meine Beste, das weißt du doch. Stimmt das auch? Naja, hätte ich dir sonst das da geschenkt? Muss ich das ja wohl glauben, nicht? Ach Gott, nee, du bist ja auch noch mit der Taline verlobt. Ach, das ist ja dummes Zeug. Na, ein Kram. Das ganze Dorf redet schon über eure blöde Wette. Die lachen sich alle kaputt. Ja, das kann ich mir denken. Oh, was kann so eine verrückte Frau einem bloß für Ärger machen? Nicht, komm, spül den Ärger runter. Ja. Das ist doch ganz klar, dass du die alte Ziege nicht heiraten kannst. Ja, das weiß ich auch. Prost. Prost. Du, wenn du Taline nun los wärst, würdest du mich dann heiraten? Oh, wenn ich die los wäre, dann nehme ich dich sofort. Ich bin immer keine Bäuerin. Oh, das kann man lernen. Okay, Heiko, da wollen wir einen drauf trinken. Ja, Augenblick mal. Auf unsere Zukunft. Prost. Prost. Du, das war ein Verlobungskuss. Hm, soll das auch sein? So, nun lass den alten Besenmann kommen, du. Wir halten zusammen. Ja. Oh, schön, du. Fräulein Hilmer, wollen Sie mal sofort von meinem Bräutigam ab? Ihr Bräutigam? Och, da lachen doch die Hühner. Wir beide haben uns eben gerade verlobt. Ja. Heiko, ist das wahr? Ja, wenn sie das sagt, dann soll das wohl stimmen. Ne? Und ihr glaubt, dass ich mir das einfach so gefallen lasse? Nee, mein Junge, so haben wir nicht gewettet. Ja, Taline, nun lass doch mal vernünftig mit dir reden. Erst muss die Dejan raus. Lass uns eben allein. Was, ne? Wegen der, da soll ich weggehen? Raus, was? Wenn das mit uns beiden klar gehen soll, dann geh, Helga. Ich muss allein mit dir reden. Na gut, Heiko. Dir zuliebe gehe ich. Tschüss, junge Braut. Unverschämtes Paar. Ja. So, mein lieber Heiko. Sind wir beiden allein und nun wollen wir mal vernünftig miteinander reden, ne? Also, Taline, das mit Helga... Ja, das lass mal. Komm, setz dich hier mal her und dann wollen wir den Kram in aller Ruhe in Ordnung bringen. Ja, nee, und setz dich doch hin. Ja, ist wohl das Beste, wenn wir auf ruhige Art auseinanderkommen. Na, ne? Schön, wenn du das auch einsiehst. So, und nun hör mal zu, mein Junge. Ja, dann geh ich lieber aufs Sofa. Ja, du bleibst doch sitzen. Schnappt sich doch so viel besser. Hast dir doch früher auch nichts beigedacht, wenn wir mal zusammengesessen haben, ne? Ja, früher, da habe ich mir auch vorgestellt, du bist meine Mutter. Tja, und nun bin ich auch mal deine Braut. Was da nicht alles passieren kann, wenn man lange genug wartet, ne?
Ach, du willst mich ja zum Narren halten. Du, mir ist das ernst. Und ich will nicht hoffen, dass du mich vorhin zum Narren gehalten hast. Aber Taline, ich kann dich doch nicht heiraten. Ach, ich meine, besser als die falsche Katze. Was die in der Schürze rausträgt, das kannst du auch mit der Schiebkarre nicht wieder reinschieben. Ja, aber ich komme dabei zu kurz. Glaubst du, dass die dich so verpflegt wie ich? Die lässt das Kaffeewasser ja noch anbrennen. Das Beste und Schönste koche ich dir. Verdammt nochmal, da gehört doch aber auch noch was anderes zu als Essen und Trinken. Ach so, du meinst, ich könnte nicht mehr nett sein? Oh, du, dazu bin ich noch nicht zu alt. Du, den Verlobungskuss hast du ja auch noch gar nicht von mir gekriegt. Mein lieber Heiko. Taline? Glaubst du, ich kann das nicht gerade so gut wie Helga? Heiko! Hilfe! Hilfe! Was ist denn hier los? Die bringt mich ja um. Wir haben uns bloß eben den Verlobungskuss gegeben. Taline, du gehst aber ran. Doch, die ist ja mannstoll. Ja, kein Wunder, wenn die Liebe so groß ist. Ja, ist sie auch. Für meinen lieben Heiko tue ich alles. Verdammt noch mal, hör mit diesem süßen Gesappel auf. Na, wart mal ab. Wenn wir verheiratet sind, gewöhnst du dich da an, nicht? Ich dich heiraten? Du bist ja Bregenklöderich. Meinst du, dass ich mit dir ins Bett gehe? Ja, warum denn nicht? Was? Ja, das hast du früher doch auch schon so oft getan. Weißt du noch, wie du noch so klein warst? Wie oft hast du denn abends zu mir gesagt, Taline, heute Nacht schlafe ich aber bei dir? Und wie hast du, kleinen süßen Jungen, dich dann an mich rangekuschelt? Hast du es ganz vergessen, mein lieber Heiko? Früher, da war ich auch 20 Jahre jünger. Ja, sie aber auch. Wir beiden nur auch ein bisschen älter geworden sind. Aber sollst mal sehen, da gewöhnst du dich auch wieder dran. Ja, das ist Ahns Gewohnheit. Hör damit auf. Ich bin mit Helga verlobt. Was? Das ist wohl nicht möglich. Ja, und die heirate ich und keine andere. Ach, die Helga, das Flitschen, von der willst du heiraten? Nee, du denn nimm lieber Taline. Ach, siehst du, Jan redet dir auch zu. Ach, ihr seid ja alle beide verrückt. Ich will da nichts mehr von hören. Du hast die Flasche nicht mitgebracht? Ich will mich heute Abend besaufen, dass ich nicht wieder aufwache. Nee, die Flaschen habe ich nicht. Die sind weg. Die sind weg? Ja, ich habe den ganzen Torf umgekrempelt. Die sind geklaut, du. Geklaut? Ja. Das hat auch kein anderer gewusst, dass die da unterm Torf lagen. Doch, ich habe das gewusst. Was? Ja, du hast sie doch wohl nicht weggenommen. Doch, das habe ich getan. Und wo bist du damit abgeblieben? Ja, da war heute Morgen Hamsterer und da habe ich sie eingetauscht gegen Kleidersdorf. Also das ist doch... Na hör mal, wenn im Mai mein Jubiläum gefeiert werden soll, dann muss ich ja wohl ein neues Kleid haben, nicht? Und ich habe mir gedacht, wir könnten dann ja auch gleich unsere Verlobung feiern. Ist denn ja ein Abmachen, nicht? Verlobung feiern? Und Marie hat ja auch überhaupt nichts anzuziehen. Die muss ja auch mal was Neues haben, nicht? Jetzt will ich dir mal was erzählen. Jetzt hör mal genau zu. Jubiläum, Verlobung, Hochzeit. Da wird nichts raus. Unsere Verlobung gilt. Ich hab Zeugen. Das gibt keine Verlobung. Und das gibt doch eine Verlobung. Studen Anna geht schon durchs ganze Dorf und lädt die Gäste ein. Was? Denn du hast das aber eilig, als wenn der Adebar dich schon gebissen hätte. Studen Anna lädt schon die ganzen Gäste ein? Ja, da kommt das ganze Dorf, du, da fehlt keiner ein. Das kann ich mir denken, aber ohne mich, das sage ich euch. Mein lieber... Ich bin nicht dein lieber Heiko! Taline, treib das nicht so weiter, ist im Stande und bringt dich noch um. Ja, das tue ich auch noch. Du kannst ein Gapier bis aus Blut und sowas soll ich heiraten? Ich bin doch nicht verrückt! Mein lieber... Ich schreibe das nicht mehr auf! Hör auf! Willst du dich vergiften? Taline, geh mal ein bisschen raus erstmal. Du bringst ihn ganz vom Patt ab. Im Gegenteil, ich bring ihn da wieder rauf. Ja. Oh, das ist ja ein Satansweib. Ja, Jungkerl, altes Weib, den Teufel sein bestes Zeitvertreib. Das hätte ich aber von Taline nicht gedacht. Ja, wenn eine Jungfer in ein Jahr ankommt, dann wird sie malerig im Kopf tun. Die Doktors, die sagen dazu, verdreckste Komplänge. Nee,
verdrängte Komplexe. Da kommt sie ja schon wieder, dass ich hier ja nicht unter die Augen komme. Ja, dann geh mal in den Alkoven rein und bist du am besten aufgehoben. Ja, dann lass sie mal suchen. So. Oh, Herr. Oh, na nun, wo ist Heiko denn? Der ist eben rausgegangen. Nee, 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 über die Diele ist er nicht gekommen. Nee. Ah. Dann ist er wohl in seiner Kammer, ne? Ja, such ihn doch, Mann. Das ist ja gediegen. Na, hast ihn nicht gefunden. Sag mal, der ist ja wohl vor lauter Angst aus dem Fenster gegangen, was? Ja, wundert dich das denn? Nee, bei euch Mannsleuten wundert man sich über nichts mehr. Nee, nee. Du, Jan, du kannst morgen früh mal eine Fuhre Tannengrün holen. Tannengrün? Ja. Ist da einer tot geblieben, ne? Für die Girlanden zur Verlobungsfeier. Ah, zur Verlobungsfeier. Talin, ich will dir mal was sagen. Du bring den Bauern nicht ganz in die Rage, du. Das passiert sonst ein Malheur. Ja, nun tu du mal, was ich dir gesagt habe. Ich bestell nun schon die Nachbarskinder zum Kranzbinden. Zum Kranzbinden? Oh, oh. Nee, das, was die sich alles in den Kopf gesetzt hat. Heiko, kannst rauskommen, die Luft ist rein. Ja, wo ist die denn abgeblieben? Die ist schon Nachbar Hans. Was? Was will sie da denn? Die will die Dirns bestellen zum Kranzbinden. Kranzbinden? Ja, wofür ja. Das denn? Für die Girlanden zu der Jubilobigungsfeier. Ich soll morgen früh noch ganz früh in den Busch fahren und Tannengrün holen. Dass du dich nicht unterstehst und machst das, du. Ja, wenn ich das nicht mache, dann kriegt sie anders ein, Hennig. Und wenn sie selbst mit dem Fuhrwerk los soll, du. Oh, was kann so ein Überkandidel des Frauenzimmer ein bloß das Leben sauer machen? Ja, ich hab das immer gewusst. Ich hab sie mir immer 3 Meilen vom Leibe gehalten. Da kommt sie ja schon wieder. Ach was, deine Braut ist bei der Nachbarschaft gegangen. Ach, Braut, hör damit auf. Von dir lass ich mich nicht auf den Arm nehmen. Nee, tu ich auch nicht. Los, Jan, geh mal raus und sag mir Bescheid, wenn Talline das Ass wiederkommt. Ja, ich sag dir rechtzeitig Bescheid. Na, was gibt's? Ich hab das vorhin in der Aufregung ganz vergessen. Bauer Harms hat vorhin rübergeschickt. Wenn Sie gerade kein Stacheldraht haben, können wir mit einer Rolle aushelfen. Ach so, ja, ist gut, ich. Ich gehe heute Abend noch bei. Heute Abend noch? Und wenn das mal nicht zu düster wird. Da ist mehr Arbeit an, als Sie denken. Ach, das Nötigste kann ich ja erst mal ausfliegen. Da geh du mal rüber zu Harms und hol den Stacheldraht. Nimmst die Schiebkarre. Ja. Ach. Ist da sonst noch was? Ach ja. Nee, ist nix. Ja, du halt stopp. Nur mal raus mit der Sprache. Du hast da was auf dem Herzen. Ja, das steht mir wohl nicht zu, dass ich Ihnen das sag. Du siehst ja mit mal so ganz anders aus. Ach, das liegt wohl an der neuen Schürze. Ja, kann schon sein. Sonst kennt man dich ja nur in Grau und Gries. Hat Talina mir heute Nachmittag geschenkt. So. Ja. Talina ist immer so gut zu mir. Und das tut mir weh, wenn sie so grob von ihr reden. Was habe ich denn gesagt? Das Aas haben sie gesagt. Ja, das ist sie auch. Das dürfen Sie nicht sagen. Sie meint das herzensgut. Ja, das habe ich früher auch mal geglaubt. Aber ist das dann recht, dass sie jetzt hinter mir her ist und mich heiraten will, wo sie doch meine Mutter sein könnte? Und eigentlich auch wahr. Ja, aber recht ist auch nicht, dass Sie sowas abgemacht haben, wie das ausmisst. Ach, das habe ich ja mit einem halbdummen Kopf gemacht. Und wenn sie das jetzt ausnutzen will, dann ist das bestimmt auch nicht recht. Tja, da verstehe ich Talina auch nicht. Mannstoll ist sie, war da nix. Och, das glaube ich nicht. Wollen Sie sich nicht wieder mit ihr vertragen? Nee, mit der bestimmt nicht. Ja, nun geh mal rüber zu Harms und hol den Draht. Ich kann hier jetzt nicht weg. Ja, ist gut. Sie kommt gleich, sie ist schon im Garten. Was? Dann legt sie weg. Wo willst du denn hin? Ja, ich geh zur Weide und mach das Regelholz heim. Was nun noch? Du hast doch gar keinen Stacheldraht. Ja, den holt Marie mir von Harms. Bleib du mal hier. Hammer und Krampen hol ich mir schon selber. Ja, ja. Junge, Junge, hat der eine Angst in der Büchse. Oh. Was so ein Frauensmensch nicht alles zu Wege bringt. Wenn mir sowas passiert, von einer Frau nicht. Also, das ist ja. Jan Spin? Jan Spin, wo bist du? Meine Güte, wo macht der denn bloß abgeblieben sein? Sollte der vielleicht ins Stall gelaufen sein?
Also, ja, das ist nicht zu sehen. Ja, dann soll sie mich mal ganz schön in Stahl suchen. Die findet mich nicht. Na, wo kommst du denn her? Ich? Wieso, wo soll ich her? Komm ich da durch die Tür, da durch. Komm ich her, ja. Und wo kommst du denn her? Ich? Durch die Tür da durch, komm ich durch. Ach, und was hast du denn da gemacht? Da habe ich das Fenster aufgemacht. War ja sonst stickige Luft in der Kammer. Ach, und hast du gesehen, hast du hier keinen? Nee, wen soll ich hier denn gesehen haben? Nee, ich meine, man war hier denn nicht einer? Hier? Ja, ich habe doch die Tür so laut knallen hören, nicht? Und da bin ich vom Stall gleich hier rüber gelaufen, nicht? Da läuft ja jetzt so viel fremd Volk hier durch die Gegend und da muss man ja nicht, kann man nicht vorsichtig genug sein, nicht? Ja, nee, also die Tür habe ich so zugeknallt. Hat mir der Wind aus der Hand gerissen. Ja, das weht ja gar nicht. Da rührt sich kein Blatt. Na, also wenn einem hier so viel Wind vorgemacht wird, dann sollen die Türen wohl fliegen und die Balken sich biegen, nicht? Was? Ja, das ist so. Aber sag mal, wo ist der Bauer denn? Der ist ausgerückt. Ach. Wieder zum Kruchen, ne? Nee, der ist auf die Weide und macht das Rickelholteil. Nein. Ja. Na, das ist ja gut. Aber er hat doch noch gar kein Armbrot gehabt. Ja, so schnell wird er doch gar nicht fertig damit. Oh, Augenblick mal. Marie? Ja? Ach, Marie, komm doch mal rein, ja? Ja. Was willst du nun? Ich wollte bloß das Zeug hier unten rausholen. Hatte ich da heute Mittag nämlich in der Eile reingelegt, weißt du? Ach so. Ja. Ja, Marie, komm, nimm mal das Zeug und bring das mal zur Schneiderin, nicht? Von dem hellen Stoff hier, da wollte ich ein Kleid von haben. Soll mein Verlobungskleid werden. Und von dem dunklen Stoff, da darfst du dir ein Kleid von machen lassen. Was? Ich soll ein Kleid haben? Taline, ist das Dunkel nicht besser für dich? So? Wenn man alt wird, muss man sich ein bisschen hübsch machen. So. Und meinst du, ich will auf meiner Verlobung nicht ein bisschen flott aussehen? Und mir ist egal, wie es aussieht, wenn ich mal ein Kleid kriege. Du kannst es dir gleich anmessen lassen. Ich komme denn heute Abend zum Maß nehmen. Und sag ihr mal, bis zum 1. Mai muss das fertig sein. Das geht doch gar nicht. Das sind doch bloß noch ein paar Tage. Ach, sag ihr Mann, sie kriegt ein Stück Speck und ein Pfund Butter, dann geht es schon. Ja, für Speck und Butter kannst du einen Teufel tanzen sehen. Ich mach denn inzwischen das Abendbrot zurecht. Du musst dem Bauern nämlich noch was zu essen rausbringen. Und dann kannst man gleich bei ihm bleiben und ihm ein bisschen helfen. Weißt du, allein kommt er da so schlecht mit klar, nicht? Ja, gut, Taline. Du, Taline, du schickst den Bauern so einen Schmucke deren auf den Hals? Du, stille Wasser sind tief. Ja, nun lass man. Du, ich lauf noch mal zu Nachbar Kurs und Lahmeier rüber, wegen dem Kranzbinden, ne? Ja. Dann bleibst du wohl hier im Haus, ne? Du weißt ja, wegen all dem fremden Volk, ne? Was hier immer so rumläuft, ne? Ne? Da soll nur einer klug aus werden. Ob die was gemerkt hat? Nee, das glaube ich nicht. Denn wenn die was gemerkt hat, dann hätte sie ja auch mehr gesagt. Denn die Frauen sind ja immer viel zu neugierig. Und hier hat sie auch nichts spitz gekriegt. Jans bin. Ach so, du bist das, Helga. Lass dich mal nicht von Teller Taline kriegen, du. Ach, du, die ist gerade zu Kurs gegangen. Ist Heiko da? Nee. Wo ist er denn? Ja, der ist weggegangen. Wohin ist, weiß ich nicht. Nee. Du, was ist denn nun aus dem jungen Brautpaar geworden? Das musst du mir mal erzählen, nicht? Ich komm rein. Ja, komm mal rein. Nee. Der Teufel soll dir was flüstern, Leo. Du, Jan. Wo ist er denn geblieben? Jans Bill. Nee, hier ist er nicht. Jan, wo bist du denn? Jan! Der ist wirklich getürmt. Na, warten wir ein bisschen, er wird ja wohl gleich wiederkommen. Herr
rein. Guten Abend. Ach, mein gestrenger Herr Papa. Guten Abend. Nanu, was machst du hier? Ich warte auf Heiko. Ist der da nicht im Haus? Nee, du, hier ist niemand. Wenn ich wollte, könnte ich hier alles wegschleppen. Keiner im Haus? Das ist ja gediegen. Und da sitzt du hier? Mhm, siehst du ja. Ach, dann soll ich dir einen Lütten einschenken. Tja, was? Was ist denn das für eine Uhr? Schick nicht. Echt Gold. Wo hast du die her? Och, sei doch nicht so neugierig. Werd nicht frech, ja. Ich will wissen, wo du die Uhr her hast. Wenn du es unbedingt wissen willst, hier vom Bauern. Tja, wie kommt er denn dazu? Umsonst hat er das noch nicht getan. Vielleicht macht er mich leiden. Zum Amüsieren, ja. Vielleicht will er mich ja auch heiraten. Der müsste ja welche mit dem Knüppel haben. Wir haben uns aber heute Nachmittag verlobt. Was? Richtig verlobt? Mhm. Richtig verlobt, in aller Form. Helga, wenn du dich da nur ein bisschen zusammennehmen würdest, lern was, arbeite, vielleicht kannst du dein Glück machen. Und mir würde uns dein vom Herzen fallen. Arbeiten, du, das brauch ich doch nicht. Ich krieg sogar noch eine Großmark dazu. Das hat er gesagt? Hat er gesagt. Dann ist er verrückt geworden. Und dann heiratet er dich auch nicht. Und da kann man ja ein bisschen nachhelfen, nicht? Nachhelfen? Manchmal müssen die Leute ja auch heiraten. Du, das eine kann ich dir bloß raten. Lass dich nicht auf solche Sachen ein. Da kannst du doch nichts dran ändern. Du, noch bin ich dein Vater. Ich bin schließlich mündig, ich kann tun, was ich will. Das tust du nicht? Was willst du daran wohl machen, was? Was ich daran machen will? Ja. Da gibt's bloß ein Mittel. Was? Da soll mir nur mal einer kommen und sagen, das wäre kein echten Hullmannsch. Jans Bin, ich geh noch mal eben ins Dorf. Dann bleibst du nur so lange hier, ne? Ach, du bist das. Na, schon wieder mal ein schlechtes Gewissen. Nee, das ist ja bloß wegen dem Hullmannsch. Guck mal hier, was meinst du dazu? Alter Korn. Du, sag mal, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, alte Rübe kann der doch nicht aufschlagen. Sag mal, wie viele Flaschen hast du denn schon fertig? Na, so Stücker 30, nicht? Tja, wenn das mal langt, nicht? Ja, da kommen doch sicher morgen allerhand Leute. Ja, das ganze Dorf willkommen, du. Mhm. Du, dass du mit einmal so hinter den Schnaps hinterher bist, da muss ich mich doch wundern, du. Ja, also zu meiner Verlobung, da muss es ja schon ordentlich was geben, ja, nicht? Und nachher ist dann alles wieder vorbei. Ach so, zu deiner Verlobung. Ja, und unser Jubiläum ist doch auch. Morgen soll doch auch was gemacht werden, hat er doch selbst so gesagt. Soll doch ganz groß aufgezogen werden mit Ehrenpforten und so. Ja, ja, die Ehrenpforten, die hast du ja schon aufstellen. Ja, weißt du, und hier drin, Jan, müssen wir ja auch noch was aufstellen. So, wir landen so um die Türen rum und ums Sofa fürs Brautpaar. Du, Taline, ich will dir mal was sagen. Nimm dir nichts vor, denn schlägt dir nichts fehl. Ich hab Angst um dich. Ich glaube, du feierst deine Verlobung ohne Bräutigam. Du. Das lass mal meine Sorge sein, nicht? Der Bräutigam ist da. Darauf kannst du dich verlassen. Ja, Prost. Ja, merkst du denn nicht, dass er dir immer aus dem Wege geht? Ich merke nur, dass er von morgens bis abends arbeitet. Ja, ja. Aber an die Arbeit hast du ihn gebracht, du. Das, ja, ist das nicht gut? Ja, ja, nicht mal zum Mittag kommt er nach Hause. Nicht? Und das kann man dir ja sagen. Und das Mittagessen, das bringt Marie ihm ja immer raus, ne? Ach ja, und dann lässt du die beiden da dann ganz alleine draußen arbeiten, nicht? Du, eine andere Braut täte das nicht. Auf Marie kann ich mich verlassen. Sieh mal, Jan, die Hauptsache ist doch, dass da wieder was getan wird. Und solange der Bauer wieder im Haus ist, hat er doch noch nicht so gearbeitet wie jetzt, nicht? Ja, was soll er denn auch anders machen, nicht? Ja, ist das nicht gut so? Ja, Gott, was ist das? Kann der Braut mehr für die ganze Zeit? Endlich! Mann, hör mal, ich... Ja, Gott, was ist denn wohl nicht möglich? Ja.
Heiko, der kann einen leid tun. Wenn ich da nicht aufpasse, dann kriegt sie ihn unter die Füße. Jan Spin? Was? Ist sie drin? Nee, sie ist ins Dorf gegangen, kannst reinkommen. Ja, dann kletter ich durchs Fenster, sonst komme ich hier wieder in die Quere. Ja. So weit ist es nun, dass der Bauer in seinem eigenen Haus als ein Dieb durch das Fenster klettern muss, ne? Meinst du, ich will mir von ihr wieder süß kommen lassen? Lieber gehe ich hier aus dem Weg, du. Ja. Ja, und mir gefällt das da draußen auch ganz gut. Junge, was haben wir alles geschafft, du. Das Regelholz ist geflickt, da brechen keine Kühe mehr aus. Die Gräben haben wir ausgeworfen, denn die waren da ganz zugewachsen. So. Und heute haben wir den Hafer eingeeckt und auf dem Rübenland den Mist eingepflügt. So. Ja, du schnackst immer von wir. Ja, ja. Marie und ich. Ach, Marie. Nun gucke ich die Welt mit ganz anderen Augen an, du. Mir ist, als wenn ich jetzt erst richtig nach Haus gekommen bin. Du, und der Roggen steht gut, das ist eine wahre Pracht. Ja, den hat Talin und ich, wir beide haben den vorigen Herbst noch ausgesehen. Ja, wenn sie sich bloß nicht so verrückte Heiratsgedanken in den Kopf gesetzt hätte, dann könnte jetzt alles gut sein. Ja, vielleicht muss ich doch noch mal mit ihr reden. Nee, das tu nicht, das hat gar keinen Zweck. Hast du die Ehrentorben nicht gesehen, da draußen vor der Tür? Ja, die ist wirklich durchgedreht. Ja, ist sie auch. Und 30 Bullen Schnaps ist ihr noch zu wenig für die Feier. 30 Bullen? Ja. Woher kommt die denn mit dem Maus so schnell? Ja, die hab ich gemacht, du. Hier, kannst sehen, du. Etiketten, eins echt, du. Ja. Bloß der Schnaps nicht. Oh, der ist so gut als echt, nicht? Den habe ich ja da drin nach deiner neuen Methode gemacht. Und die Bullen, die habe ich im Keller gefunden. Die sind nur aus den guten alten Zeiten, du. Taline verwahrt ja immer eins, nicht? Und wenn's leere Wichsschachteln sind. Sag mal, du hast wohl nichts anderes mehr im Kopf als Schnaps brennen, ne? Ja, sie will das ja so haben. Die will das so haben? Ja. Also da soll einer ausklug werden. Ja, eins für die Feier, das soll schon nun mal ganz was Großes werden. Ja, meinetwegen kann sie so viel feiern, wie sie will, du. Ich bin nicht zu Hause. Wieso? Willst du kneifen? Ja, ich gehe morgen früh mit Marie zum Moor, Torfstechen. Zum Moor? Torfstechen, da ganz weit draußen? Ja. Und Marie da mit dahinter, ganz weit draußen. Ja, was denn? Allein kann ich das auch nicht. Du, das kommt mir aber komisch vor, dass du mit Marjo auf Marie versessen bist. Früher hast du doch gar nicht angeguckt. Tja, Jan, du, da war ich wohl blind, ne? Ja, ja. Marie, du, das ist nicht der, du. So still und immer freundlich. Und arbeiten kann die, das macht direkt Spaß, ihr zuzugucken, du. Zugucken? Ich denk, du hast gearbeitet, du. Ja, und wie ich gearbeitet hab, wir beiden zusammen, das flutscht bloß so. Ne? Ja, und da bist du in den paar Tagen drauf gekommen? Ja, in den paar Tagen. Ja. Waren schöne Tage da draußen. Schöne Tage draußen beim Mord. Ja, und wo ist sie jetzt? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Sie ist mir weggelaufen. Weggelaufen? Du bist ihr doch wohl nicht zu nahe gekommen, du. Du, zwei Brautens hast du nun, Aldo. Ja. Ich glaube, Marie ist jetzt die Richtige. Du hast das ja, Brautens. Wo soll das enden? Naja, wo es immer endet, bei der Hochzeit. Ah, da ist sie ja. Marie! Ja? Komm mal eben rein. Ach nee, ich ich muss mit dir darüber reden, was wir morgen alles mitnehmen. Komm mal eben rein. Ja? Du, Jan, geh mal eben raus. Ich kann dich hier jetzt nicht gebrauchen. Okay. Ich muss ja erst mal die Buddel wegstellen. Naja, dann halte ich mal nicht so lange damit auf. Mach ein bisschen Dalli. Also so schnell hat mich hier noch keiner rausgeschmissen. Nur mal los. Also denk daran, dass du zwei Brautens hast, nicht? Und mit den beiden ist nicht zu spaßen. Ja, dann hau mal ab. Na, Marie. Ja? Sitz nicht. Was? Ja, wir müssen noch darüber reden, was wir morgen früh alles mitnehmen wollen. Zum Moor. Ja, wollen Sie das nicht lieber einen Tag aufschieben? Morgen ist doch die Feier. Wie kommst du denn darauf? Sie können doch nicht auf Ihrer eigenen Verlobung fehlen. Ich habe keine Verlobung. Soll ich nicht lieber gehen? Nee, bleib mal hier. Hör mal zu, Marie. Ich kann doch die alte Taline nicht heiraten. Das musst du doch einsehen. Na, ich weiß, du hältst viel von Taline. Und sie hat wohl auch eine gute Natur. Aber jetzt ist sie durchgedreht. Marie. Du könntest mir helfen, wenn du bloß wolltest. Ja, aber ich kann mich doch nicht zwischen sie und Taline stellen. Marie, merkst du nicht, was mit mir los ist? Wir wollten doch wegen morgen miteinander reden. Bloß wegen uns beiden wollte ich mit dir reden. Marie, du sollst das jetzt wissen. Nicht Heiko, ich bitte dich, lass mich. Heiko, hast du gesagt. Sag das nochmal. Ja, aber ich kann doch nicht. Warum quälen sie mich denn so? Sie sollen mich loslassen. Mein ganzes Leben lasse ich dich nicht wieder los. Marie, ich hab dich lieb.
Heiko, ich bitte dich, lass mich los. Ich halte dich fest. Und wenn 10 Talinis dazwischen stehen. Ach, ich störe wohl. Was willst du? Marie, bleib hier! Du brauchst nicht wegzulaufen. Hier ist nichts Unrechtes passiert. Ja, das habe ich gesehen. Sie wissen doch, dass Heiko verlobt ist. Mit mir verlobt ist. Ist das nicht so, Heiko? Die Verlobung ist aufgehoben. Oh, Marie! Dass sie laufen, na, du bist ja vielleicht richtig. Hinter jeder Schürze bist du hier. Na, da muss ich ja nachher schön aufpassen, wenn wir erst verheiratet sind. So wie du das denkst, ist das nicht, Helga. Hat sie da wirklich nichts von gewusst, von unserer Verlobung? Nee, sie weiß nur das von Taline. Richtig, mit der bist du ja auch noch verlobt. Und nun fängst du das noch mit einer dritten an. Du sag mal, willst du dir so einen kleinen Harem zulegen? Naja, wenn ich denn nachher deine Lieblingsfrau bin, dann soll mir das ja egal sein. Ja, gut, dass du das von der lustigen Seite nimmst, dann kann ich da leichter mit dir drüber reden. Mit der aufgehobenen Verlobung, war das dein Ernst? Ja. Ach, und du glaubst, ich lasse mich einfach an die Seite schieben von so einer, die sich dir an den Hals schmeißt? Sie hat sich mir nicht an den Hals geschmissen. Mein Gott, Helga, nun mach mir das doch nicht so schwer. Du musst dich damit abfinden, das ist aus zwischen uns. Aus? Na ja, ich hab wohl mal geglaubt, ich hab dich gern, ja. Ach, du schmeißt mich also weg wie so ein Spielzeug. Ach. Und du glaubst, das kannst du mit mir machen? Da hast du dich aber verdammt geirrt, du. Ja, Helga, nun sei doch vernünftig. Das kann zwischen uns nichts werden. Das kann zwischen uns nichts werden. Ich hab meinem Vater schon alles erzählt von unserer Verlobung. Ihm gesagt, wie das so zwischen uns steht und nun soll alles aus sein. Die Blamage überlebe ich nicht. Hör auf mit der Heulerei. Ist ja doch bloß Theater. Theater, sagst du? Du Schürzenjäger, du. Du sollst dich noch wundern, was ich dir für ein Theater mache. Och, mach, was du willst. Dafür bin ich nicht bange. Du wirst mich kennenlernen. Da kommt deine Braut Nummer 2. Na, die steckt man erst mal in die Jungmühle, bevor du mit ihr ins Bett gehst. Guck mal, was hat die denn? Ich hab sie rausgeworfen. Oh, schön. Mein lieber Heil. Wie soll das aber morgen eine Verlobung werden? Die Leute sollen sich wundern. Ja, die Leute sollen sich wundern. Und du auch. Mein lieber Heiko, wie ist das bloß möglich, dass du schnell von dieser falschen Katze abgekommen bist? Weil mir jemand die Augen geöffnet hat. Und das war ich. Du? Oh, du wohl auch, aber das meine ich nicht. Mein lieber Heiko. Taline, du lass doch endlich mal vernünftig mit dir reden. Du warst doch sonst immer eine ganz verständige Frau. Wieso? Ich rede doch ganz vernünftig. Kannst du von der Braut was anderes erwarten? Du bist nicht meine Braut und ich heirate dich auch nicht. Ich heirate nur eine und das ist Marie. So, jetzt weiß das. So, Marie. Ja. Und was sagt sie dazu? Die will nicht. Na ja, was willst du denn? Dann bleibt doch alles beim Alten. Die will bloß nicht, weil du da noch zwischenstehst. Sie macht dir das nicht antun. Sonst hätte sie wohl schon ja gesagt. Och nee, glaubst du das wirklich? Das merkt man doch wohl. So dumm bin ich nun auch wieder nicht. Du bist noch viel dummer. Taline, du willst doch nicht meinem Glück im Weg stehen. Geh hin zu Marie und sag ihr, dass du aufgeben willst. Tu das doch bitte, Taline. Ich werde dir das auch nie vergessen. Du, ich müsste ja was mit dem Knüppel haben, wenn ich das täte. Nee, mein Junge, du, so leicht lasse ich dich ja nicht wieder aus den Fingern, ne? Dann lass das laufen, wie es will, du. Aber das sag ich dir. Keine ruhige Minute hast du mir in diesem Haus. Du sollst mich kennenlernen, du. Ich lass mir doch von dir, alte Zimmer, nicht alles gefallen. Ja, mein Junge, das ist wohl ein bisschen hart für dich. Aber die Suppe hast du dir selbst eingebrockt. Nun musst du sie auch auslöffeln, bis auf den letzten Rest. Du, was hast du mit dem Jungen gemacht? Was soll ich mit ihm gemacht haben? Wir haben uns über unsere Verlobung und über unsere Zukunft unterhalten. Du, das kann ich dir sagen. Wenn du den Jungen vom Patt abbringst, du, dann kriegst du das mit mir zu tun, du. Da geh ich dir an die Gurgel, du. Da kannst du dich drauf verlassen, du. Ich bring ihn schon nicht vom Patt ab. Das tun nur ganz andere Leute. Du machst ihm ja das Leben hier im Haus zur Hölle. Durch das Fegefeuer muss er nun mal durch. Fegefeuer? Wenn er dich heiraten soll, dann ist das viel schlimmer, du. Du bist ja dem Teufel von der Schubkarre gefallen, du. Ja, aber du und der Bauer, ihr sitzt doch noch drauf. Dann können wir uns bloß freuen,
dass wir dich los sind, du. Marie? Ja? Komm mal rein. Ja? Ja? Warst du mal wieder bei der Schneiderin? Ach, das soll dich an mich. Nicht mal zur Anprobe hast du mich gelassen, nur wenn das Kleid man sitzt. Ach, die Schneiderin kann das wohl so. Hast ja eine ganz normale Figur. Ja, aber du bist zweimal zur Anprobe gewesen. Für mich ist das auch das Verlobungskleid. Und bei dir, da kommt das ja nicht so drauf an. Zaline, du bist heute so anders zu mir, das kann ich gar nicht haben. Wieso denn anders? Ich weiß nicht, so kurz. Und das wundert dich, wo du hinter meinem Bräutigam her bist? Das ist nicht wahr. Nicht wahr, wo er mir das selber eingestanden hat. Das... Ach, er hat mich lieb, ja, das hat er gesagt. Und geküsst hat er mich. Aber ich wollte es nicht haben. Ich habe mich gewehrt und dann kam Helga darüber. Oh, das ist gut. Das ist gut. So, so, so. Taline, du sollst nicht denken, dass ich da was dran getan habe. Na, so ein bisschen was hast du wohl doch dran getan, ne? Oh, das ist nicht wahr. Ist nicht genug, dass du jung und hübsch bist. So meinst du das? Ich kann doch nichts dafür, dass ich jung bin. Und mein Aussehen kann ich ja auch nicht ändern. Ja, mein Alter und Aussehen kann ich auch nicht ändern. Was ein Wunder, wenn er dich denn vorzieht. So ist das. Ja, dann ist wohl am besten, ich gehe aus dem Haus. Heute Abend noch. Ja, du, das könnte dir so passen. Auskneifen und mich mit der ganzen Arbeit hier sitzen lassen, wo wir morgen das große Fest feiern. Aber ich kann doch hier nicht mehr bleiben. Jetzt doch nicht mehr. Also nach dem Fest kannst du denn ja meinetwegen gehen. Das heißt, wenn du denn noch willst. Aber so lange musst du hier schon aushalten. So, nun geh zu der Schneiderin und hol die Kleider ab, ne? Ja, wein, du Mann. Nach Regen kommt Sonnenschein. Das ist nun mal so in Le- Na? Du machst das ja immer schlimmer. Du hast du Marie auch schon so weit. Was hat die arme Dern dir getan? Na, hör mal, wenn sie mir meinen Bräutigam abspenzig machen will, das soll ich wohl noch ein freundliches Gesicht machen, was? Das hast du ihr vorgeworfen, du? Da tust du dem Mädchen aber bitter Unrecht. Sie hat mir das doch selber eingestanden, dass sie sich mit Heiko geküsst hat. Dann hat sie aber keine Schuld daran. Doch, da ist allein die Dern an Schuld. Bei mir hat er das noch nicht einmal versucht. Das kann ich ihm auch gar nicht verdenken, du. Da hätte ich ja nicht mal Geschmack, an dir einen Kuss zu geben. Von dir will ich auch gar keinen haben. Du bist mir viel zu alt und zu klapperig. Was? Igitt, und dann primst du auch noch. Das ist ja wohl nicht so. Die hat das ja rein zu doll mit der Liebe. Jansmin! Komm rein, deine Braut ist nicht da! Halt ja einen Mund, du! Ich bin gerade in der richtigen Stimmung, an die Knochen kaputt zu hauen. Wo ist der Schnaps? Da in dem kleinen Schrank essen und buddeln in. Das ist mir zu wenig. Ja, der Anne ist im Alkoven. Was willst du denn damit? Ich will mich heute Abend besaufen mit Nachbars Gerd. Sonst geht mir hier noch der Verstand zum Teufel. Ja, wenn da mal bloß Taline mit einverstanden ist, du. Na nu, da kommt ja einer. Herein! Guten Morgen, Hans-Ben. Ach, Fiete, du bist da. Ist der Bauer da? Nee, der ist nicht da. Den treffen wir die letzten Tage auch nie im Haus. Nee, der hat es ja auch immer so eilig, nicht? Der hat ja nun die viele Arbeit da draußen. Ja, das war, ja, komm, setz dich hin, Fiete. Oder hast du keine Zeit? Ja. Dann komm ein andermal wieder, bitte. Das kann auch lange dauern mit dem Bauern, du. Nee, ich muss doch auf ihn warten. Aber ich habe auch ein paar Fragen an dich zu richten. Komm. Kommen Sie denn den dienstlich, Herr Gendarm? Was ist denn du los? Ja, nee, die Tür war mir eben aufgegangen, Herr Gendarm. Herr Gendarm? Ja, wenn du... Was soll das denn, du? Wenn du dienstlich kommst, dann muss ich immer Herr Gendarm zu dir sagen, ne? Dann habe ich doch mehr Respekt vor dir, Herr Gendarm. Ja.
Aber darum brauchst du doch nicht so zu brüllen. Wieso? Hab ich gebrüllt vielleicht. Wie so ein Ochse hast du. So, da bin ich gar nicht hintergekommen, du. Ja, ja, kannst ruhig leise sprechen, ich bin ja nicht doof, ne? Nee, was gibt's denn? Du wirst mich doch wohl nicht verhaften, was? Das wohl nicht, aber unangenehm ist die Sache doch. So. Für euch und auch für mich. Ach, hat uns einer angezeigt? Na, scheint bald so. Der Kommandeur rief eben bei mir an. Ich sollte gleich hierher und den Kram untersuchen. So, was ist das denn, was so ein Halunke uns da angedreht hat? Du, also das will ich dir mal gleich sagen. Schwarz geschlachtet haben wir nicht, ne? Und schwarz Schnaps gebrannt haben wir auch schon lange. Das haben wir auch nicht. Vor allem hoffen, dass das so ist, wie du sagst. Ja. Wäre mir selbst unangenehm, wenn ich hier was finden würde. Ja, dann musst du die Augen zukneifen, das siehst nichts. Das muss unser einer schon viel zu viel. Ja. Aber nun geht das nicht. Dienst ist Dienst. Und Schnaps ist Schnaps. Warte mal einen Augenblick, du. Na, Philipp? Wer ist denn ein Kleins? Was? Musst du mir ausgerechnet nur die Flasche unter die Nase halten? Wieso? Trinken ist doch nicht verboten, ne? Aber das brennt. Ja, das tun wir nicht, du. Dieses echten Hohlmannschen. Was? Ja, den habe ich im Garten vergraben gehabt. Kannst noch sehen, die Etiketten ganz sparkig, ne? Da hast du wohl gar nicht viel von, was? Wieso? Ja, neulich hattest du da auch schon weg. Nee, das waren nur ein paar, so ein bisschen nicht. Und, oh. Und das ist die letzte Flasche, glaube ich, ne? Na ja, denn... Denn schenk mal einen ein, probieren muss ich ihn ja doch, ne? Ja, probieren geht über studieren, Fide, ne? Prost, Fide. Hohlmannschen ist das. Na ja, dann Prost, Jan. Prost, Fide. Bisschen fein, Kerl. Naja, nach Rüben schmeckt er ja gerade nicht. Nee. Ja, aber Hohlmannschen ist auch nicht. Was? Das ist echt ein Hohlmannschen, da kannst du dich auch verlassen, du. Du hast wohl lang keinen gehabt, was? Naja, das macht wohl schon ein paar Jahre her sein. Ja, ja, siehst du, weiß auch gar nicht mehr, wie der schmeckt. Nimm mal noch einen kleinen. Nee, danke, einer ist genug. Ja. Ich glaub's ja auch so. Ja, ja, dass der Bauer gar nicht kommt? Ja, das habe ich dir ja gleich gesagt, nicht? Dass es eine lange Zeit dauern wird, bis der kommt, nicht? Wo ist er denn hin? Ja, er sagte ja, er wollte sich besaufen, nicht? Was? Besaufen wollte er sich mit Nachbars Gerd. Ja, und das hat er sich extra vorgenommen? Ja, hast du dir das noch nie vorgenommen? Nee, sowas nimmt ein Mensch sich doch nicht vor. Das kommt bei mir bloß mal so bei Gelegenheit. Na, das schon gediegen. Na ja, wenn er denn sowas vorhat, dann ist nachher doch wohl nicht vernünftig, mit ihm zu sprechen. Nee, ist das eine Kammer, was? Ja, wolltest du da mal rein? Ja, ich kann da ja mal eben reingucken. Ach, du glaubst doch wohl nicht, dass er in seiner Kammer... Ja, ich will dir es mal rein aussagen. Schnaps soll er brennen. Und in seiner Kammer soll er das machen. Da soll er das ganze Zeug stehen haben. Und wenn das weiter nichts ist, das hätte man gleich sagen können, Fede. Komm rein, guck dir an. Ja, hier kannst du reinkommen. Wieder mal böswillige Verleumdung. Ja, hallo! Da ist der Bauer ja. Ach, guck mal. Stopp, Heiko Hagens, wo kommen Sie denn her? Ich? Ich komme von draußen. Ich hab mir bloß was geholt. Ach, hat er sich auch zwei Flaschen von den echten Hohlmannschen? Sind die anderen beiden schon leer? Nee. Zeigen Sie die Flaschen mal her. Das sind die Hohlmannschen. Ja, das werden wir ja gleich sehen. Die Etiketten an. Jan Spin, du sagtest doch vorhin, das da wäre die letzte. Glaub ich, habe ich gesagt. Nee, glaub ich. Und das habe ich ja auch gedacht. Aber nur hat der junge Fan sich auch noch ein paar Hohlmannsche vergraben hat. Ach, nicht? Sonst hättest du sie wohl schon lange ausgetrunken, ne? Ja. Ja, wollen Sie die jetzt beschlachten, haben wir schon da? Nee, hab in der Kammer ja auch nichts gefunden. Nee. Naja, den Schiss, ne? Einen Augenblick nochmal. Du, Jan, ich glaube, da ist eben einer gekommen. Guck mal nach, wer das ist. Ich habe aber nichts gehört. Du geh hin und guck nach. Das ist so. Setzen Sie sich doch, Herr Gendarm. Ja, danke. Ich wäre wohl schon lange mal gekommen, wenn ich nicht mit Ihrer Helga... Helga hat mir schon erzählt, was hat sie erzählt? Naja, dass sie... Ich meine, wenn ich sie recht verstanden habe, sagte sie sowas von Verlobung. Ja. Ja, das stimmt wohl. Aber da,
da ist jetzt was zwischengekommen. Ne? Wir haben so einen kleinen Streit gehabt und... Na ja. Und nun ist das aus. Ja. Naja. Dann kann ich Ihnen bloß gratulieren. Das. Na nu, du stehst ja da wie ein Bock der Lammschal. Der hat mir eben gratuliert. Ach, zu deiner Verlobung, nur das ist ja nichts Besonderes, ne? Nee, dass ich von seiner Dirn ab bin. Ja, du, den hat er das ehrlich gemeint. Der kennt die nämlich, du. Ja, du, da war aber keiner draußen und du wolltest mich wohl bloß los sein, ne? Ja, das hättest du auch ein bisschen eher merken können. Ja. Was hast du das Besaufen denn immer noch vor? Ja, jetzt erst recht. So. Mhm. Du, Heiko. Was? Soll ich denn nur den Maurer bestellen? Den Maurer? Wofür das denn? Ja, damit er dir da ein Türloch reinhaut. Ach, ich kann doch mit Zeug. So, nun geht der mit zwei Bullen weg. Also 30 Bullen sollen das sein. Nun sind das bloß noch 28. Da muss ich erst mal nachzählen da drin, nicht? Wenn Taline kommt, dann muss ich da Buchführung dazu kommen. Ach, hier ist wohl niemand. Ja, tatsächlich. Bloß noch 28 Bullen. Aber die morgen früh mal noch da sind. Denn Heiko und Arvesgeert, die haben immer einen mächtigen Durst. Was krabbelt Jans Binn in deinem Schrank rum? Das muss ich mir noch mal angucken. Ach, darum hat mein Alter in der Kammer da nichts gefunden. Na, nun geht mir ein Licht auf. Nun wirst du dich wundern, Heiko Herpes. Ja, was hat die denn da im Schrank zu suchen? Na, das ist ja toll! Wenn die Helga das gesehen hat, das gibt ein Malheur! Na nu, wo ist denn der Schlüssel? Ich bin doch heute Morgen noch gar nicht dabei gewesen. Ob der hier... Was machst du denn auf dem Fußboden? Ja, ich such den Schlüssel von Schrank. Weißt du nicht, wo der ist? Nee, was soll ich da mit dem Schlüssel? Naja, es hätte ja sein können, dass ihr gestern Abend mit den zwei Pullen nicht genug gehabt hättet. Oh, wir hatten Schnaps genug. Die anderen hatten auch noch welche mitgebracht. So, dann ist das wohl hoch hergegangen gestern, nicht? Oh. Sonnenbrand habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Ja, ist wohl das Beste. Ich gehe erstmal unter die Pumpe, ne? Ja, das macht man. Was soll das denn? Ach, du hast wohl deine Verlobung vergessen, was? Sag mal, will die den Arschkram tatsächlich auf die Spitze treiben? Ja, und an mein Jubiläum hast du auch gar nicht gedacht. Hast mir noch nicht mal gratuliert, du. Oh, nichts für ungut, Jan. Ja. Ich gratuliere dir von Herzen. Hast viel für uns getan in all den Jahren. Das kann ich mein Leben nicht wieder gut machen. Ja, nur halt mal keine langen Reden, du. Sonst kommen mir noch die Tränen, du. Na, dein Geschenk ist nachher. Ja, das ist gar nicht nötig. Aber du musst nur Taline noch gratulieren. Bloß das nicht, du. Dann kommt die mir nachher wieder süß und dann weiß ich nicht, was ich tue. Du mach mal bloß nicht. Seh mal, die hat doch die ganzen Jahre immer treu ihre Pflicht getan. Nicht? Wenn sie nicht gewesen wäre, dann würde das schlimm aussehen hier auf dem Hof. Denn ich hätte die ganzen Sachen nicht so verwahren können wie Taline, ne? Aber jetzt ist sie verrückt. Ja, das ist sie, ne? Und gestern Abend ist sie noch durchs ganze Dorf gelaufen. Sie sollen auch ja alle kommen. Da hast du's, als wenn die nicht von selbst kommen. Ja. Für die ist das doch ein extra Vergnügen, wenn sie mich mit meiner alten Braut durch den Kakao ziehen können. Ja, darum kommen die doch bloß. Ja, mit Musik wollen die kommen. Was? Großen Festzug soll das werden. Und es hätte mir viel dran gefehlt, dann hättest du gestern noch einen Fackelzug gekriegt, du. Das kann ich mir denken, aber den Spaß verderbe ich hier, du. Der Festzug, das wird eine Beerdigung. Na, nun richte man bloß nichts an hier, los. Du. Ah, komm mal rein hier. Jan ist auch hier. Passiert ja schon nichts. Ja.
Guck hier, Jan, das ist meine Braut und keine andere. Das dürfen Sie nicht sagen, das ist nicht wahr. Guck sie dir an, Jan. Sowas soll ich wegen der alten verdrehten Taline aufgeben? Ja, Mann, ich müsste einen mit dem Hammer vom Kopf haben. Ja, ist ja, so? Ja. Ja, Junge, ja, lass mich mal. Ja, das ist ein Brautpaar. Du, wenn du die Marie kriegen würdest, dann hättest du das gut getroffen, du. Na, nun sag doch ja zu ihm. Aber ich kann doch nicht. Was, du kannst nicht? Ach, wegen Taline vielleicht. Na, da helfe ich euch von ab. Du, Jan, aber kein Mord. Soll mir nicht drauf ankommen. Na, höchstens mal. Das geht doch. Du lauf doch nicht weg, Marie. Junge, Junge, das wäre ja eine Schande wert, wenn die beiden nicht zusammenkämen. Na, ich helfe denen dabei. Nun muss ich erst mal hier diesen verrückten Schlüssel suchen. Wenn Taline kommt und die abrechnen will mit den 30 Bullen, dann ist es hier. Sag mal, was machst du denn da? Willst du mit deiner Sonntagshose den Fußboden auflegen? Ich denke, hier ist ausgefegt. Ja, ist das auch. Sag mal, ist der Bauer immer noch im Bett? Doch, der ist schon lange auf. Wo ist er denn? Der steht unter der Pumpe und kühlt sich ab. So. Du, bei Taline, weißt du nicht, wo der Schlüssel hier ist? Ja, der ist weg. Wer hat ihn versucht? Wer soll das? Na, ihr Manns, Leute, ihr schnüffelt doch dauernd beim Schrank rum. Wir? Ihr! Ja. Oh, ich stieg wieder von einer Vergrältigkeit heute Morgen. Und das eins an so einem schönen Festtag, wo Verlobung und Jubiläum an einem Tag gefeiert werden soll. Ja, Jan Spinn, das nützt du alles nicht. Du musst nur ran. Das sieht da drin ja wieder aus. Der hat ja wohl die ganze Nacht mit Stiefeln im Bett gelegen. Ja, Sag mal, seit wann stotterst du denn? Na, seit nu. Aber das ist ja auch alles nicht so einfach, ist das ja nicht. Nee. Ja, wieso, was ist denn nicht einfach? Dann red doch. Ja, wenn du mich mal reden lässt, überhaupt. Also hör mal, ich sag doch gar nichts. Nur die ganze Zeit sagst du was. Also nun mal los, ich hab keine Zeit. Ah, du werd nicht so ärgerlich, da kann ich überhaupt nichts mehr sagen. Was geht nun los, Saline? Also, meine liebe Tante, meine liebe Taline, wir haben nur also die ganzen Jahre immer in treuer Pflichterfüllung zusammen unsere Arbeit gemacht. Ne? Wir haben gute Tage dabei gehabt und wir haben aber auch mal Not und Kummer gehabt. Ne? Und die ganzen Jahre, da wollte ich dich schon immer mal was fragen. Aber die Wörter, die sind mir nicht so aus nicht mir herausgekommen, so und was. Aber heute an so einem schönen Tag, nicht? Wo die Sonne, die singt, nee, die nicht da, sie singt. Die Sonne scheint und die Vöglein, die singen, nicht? Und die mit ihren Eiern wühlen sie in den Nester rum. Also sag mal, Jan. Willst du mir hier eine Festrede halten? Du, das kannst du jetzt machen. Ach, Taline, du lauf doch nicht weg. Ich hab dir doch noch gar nicht gesagt, was ich dich fragen will, Taline. Was fragen willst du mich was? Ja, dann schnackst du so einen Tünkram. Ja, du. Ja, was ist denn? Du machst mir das aber auch sauer, Taline. Also, ich wollte dich immer mal fragen, ob wir beide nicht, also unsere Plünen, dass wir die zusammen. Moment. Taline, willst du meine Frau werden? Taline, du darfst damit nicht spotten. Ich meine das ernst und du sollst da kein Spiegel mittreiben mit meinen Gefühlen, ne? Also ein bisschen gediegen warst du ja schon immer, ne? Aber so was. Willst du denn die beiden unglücklich machen? Ach, darum hast du das alles aufgestellt. Och, Jan, du, das rechne ich dir aber hoch an. Aber ich kann dein Opfer leider nicht annehmen. Aber wir beide, wir passen doch viel besser zusammen, alleine was das Alter anbetrifft. Ja, eben, du bist mir viel zu alt. Wovor
warum willst du nun eine Familie ernähren? Na, aber wir beide, wir können doch hier am Hof bleiben, du als Magd und ich als Knecht. Was, das soll ich tun? Und könnt hier Bäuerin sein? Also weißt du, dass du mich für so dösig hältst? Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Du willst also nicht? Nee, das schlagt jemand aus dem Kopf. So. Man müsste dir ja mit... Also du ziehst ja mit Gewalt das Unglück hier ins Haus. Im Gegenteil, Jan. Das Glück ziehe ich hier rein. Das wirst du noch bereuen, du. Da rechne ich auch mit. So. Marie? Ja? Ach, Marie, komm doch mal rein, ja? Na, Marie? Hast dein Kleid schon mal anprobiert? Oh, da war mir heute wirklich nicht nach zumute. Na, nun guck es dir doch wenigstens mal an. Freust du dich denn gar ein bisschen? Ich habe es doch so gut gemeint. Ach, das weiß ich doch, Taline. Ich bin dir auch so dankbar. Ach, mach so Tür nicht lange. Komm, zieh über. Was? Dein Verlobungskleid? Nein, dein Verlobungskleid! Das hast du für mich machen lassen? Oh, Taline. Oh, was ist denn? Oh, Holly, 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 na, was ist denn? Hm? Hast ihn denn so lieb? Ja. Du, Heiko, komm, schnell in seine Kammer, zieh das Kleid über. Ja, aber ich kann das doch nicht. Ach, das kannst du, ich halte den Schlag auf, dann und am großen Mann. Ein paar Schuhe habe ich dir doch auch schon hingestellt, hörst du? Und dass du nicht eher rauskommst, als bis ich dich rufe. Ach, stopp mal eben, Heiko, ich hab noch mal ein Wort mit dir zu reden. Ich auch nicht mit dir. Na, mit deiner Braut wirst du dich ja wohl noch unterhalten wollen, nicht? Fängst du schon wieder davon an? Dann habe ich dir nichts zu sagen. Tja, wer redet denn von mir? Was? Hast wohl noch keinen klaren Kopf, was? Sollst das viele Trinken nachlassen, denn wär's auch nicht so schwer vom Verstand. Das soll einer nur begreifen. Na, dann gehen wir mal in deine Kammer. Vielleicht begreifst du es denn, nicht? In meine Kammer? In meine Kammer. Total durchgedreht. Marie? Schau, geh doch rein, Mensch! Marie! Oh, Gott sei Dank. Das hätten wir geschafft. Junge, 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 das war aber auch schwierig. So, das hätten wir klar gekriegt. Also, so bei klein müsst ihr aber auch mal wieder rauskommen. Hey, hey, noch seid ihr nicht verheiratet. Taline, du, das hast du gut gemacht. Und wie hab ich dich geärgert, was? Ja, das war ja wohl auch nötig, ne? Aber das ist jetzt alles vergessen, nicht, Marie? Ach du, ich bin ganz verrückt vor Glück, du. Mein lieber Heiko. Oh. Das machst du nicht mehr hören, nicht? Doch, so klingt das gut. Als wenn meine Mutter das gesagt hat. Du und einen süßen Chris jetzt auch, was? Ja, oh, klar. Ach, Heiko! Tja, Jan. Jetzt hat er mir mit Gewalt einen aufgedrückt, nicht? Du feierst nur doch Verlobung? Ja, na klar. Und hier ist meine Braut. Ach die, ja, das ist ja ganz was anderes. Taline, ja. Halt mal fest. Was? Ja, ich gratuliere euch aber auch recht schön. Ja, und was wird nun mit Taline? Mir, du wolltest mich doch heiraten. Nee. Taline, du, die hat uns alle an der Nase rumgeführt. Ja, na ja, anders seid ihr Mannsleute ja auch nicht zu regieren. Nee, ja. Ist doch alles in Ordnung, nicht? Ja. Da ist noch lange nicht alles in Ordnung. So ein blödes Wort habe ich auch noch mitzureden. Heiko, nur gib es so einen kleinen Tanz hier, du. Ja, auf einer Verlobung muss ja getanzt werden, ne? Mann, ran hier, Helga. Kannst gratulieren. Ach, erst will ich mal der jungen Braut gratulieren, nicht? Oh, bitte. Da ist die Braut. Ja, den gratuliere ich auch. Ja, das war eine Überraschung, was? So groß ist die Überraschung nicht. Aber für euch habe ich eine Überraschung. Die wird dem Bräutigam noch lange auf dem Magen liegen. Du, der macht hier kein dummes Zeug, du. Da kommt meine Überraschung schon. Tag zusammen. Nanu, was machst du hier? Oh, ich will bloß zur Verlobung gratulieren und zum Jubiläum. So, dann mach nur mal, dass du rauskommst. Hast du hier was zu sagen? Ja, aber Herr Gendarme, Sie wollen doch nicht unsere Verlobungsgäste rausschmeißen. So. Naja, meinetwegen.
Ich wäre ja auch lieber bloß zum Gratulieren gekommen. Ist mir unangenehm, dass ich das feststören muss. Fiete, das kannst du uns doch nicht antun. Dienst ist Dienst. Heiko Herkense, schließen Sie mal den Schrank auf. Das kann ich nicht. Warum nicht? Ja, ich habe keinen Schlüssel. Nee, den Schlüssel habe ich verloren. Ich habe den ganzen Vormittag gesucht. Meint ihr, ich lasse mich immer von euch für dumm verkaufen? Mal reißt der Strick, das sage ich euch. Das mit dem Schlüssel stimmt, der ist weg. Und das soll ich euch glauben? Nee. Nur ist es aus. Schieb den Schrank doch einfach weg. Ja, da hast du recht. Heike Herkense, fassen Sie mal mit an. Oh, das habe ich nicht nötig. Jan Spinn, komm ran, schieb den Schrank mit weg. Kann ich nicht. Kannst du nicht? Ich hab beide Hände in der Tasche. So, ihr wollt nicht. Na, das ist denn ja schon verdächtig genug. Ich fass gern mit an. Oh ja. Ich auch, Marie. Bitte. Marie, das machst du nicht. Ja, warum denn nicht? Der Herr Gendarme muss doch klar sehen. Na nun, da ist schon ein Bett drin. Ja, was denn? Aha. Ist doch ein Alkoven. Und er schiebt dir den Schrank hervor. Ist doch viel zu dunkel dahinter. Ist doch elektrisch Licht drin. Ja, ist denn das Ihr Bett? Ja. Ach, und da in der Kammer schläft der Bauer. Na, das ist ja denn schön bequem. Ach, halt du den Mund. Das richtige Liebesnest. Du sollst den Mund halten, habe ich gesagt. Also, wieder mal verleumderische Denunziation. Heiko Herkense, nichts für ungut. Aber der Kommandeur hat so bestimmte Angaben gemacht mit dem Schrank und dem Alkoven. Na, Fiete, du glaubst doch, du bist es doch wohl nicht glauben, dass wir in den Alkoven Schnaps gebrannt haben. Ja, so hat der Kommandeur mir das angegeben. So? Er wollte mit einem ganzen Kommando Haussuchung abhalten. Aber das habe ich ihm noch ausreden können. Ja. Du, Jan, die Idee mit dem Alkoven, du, die ist gar nicht mal schlecht. Nee. Dass wir da nicht selbst drauf gekommen sind, ja, was? Das aber freut euch, dass ihr da nicht drauf gekommen seid. Dann würde das nicht schlecht aussehen. Ja, Sie müssen ja wohl so einen heimlichen Feind haben, der Ihnen immer was ans Zeug flicken will, was? Och, das kann ich mir gar nicht denken. Na, da muss aber einer hinterstecken. Ja, das meine ich auch. Na, wenn ich den zu fassen kriege, dem ziehe ich aber das Fell über die Ohren. Das überlassen Sie mir, Mann. Komm, Helga, weiter! Ja. Du kriegst Helga wieder ihr lüttes Gatt voll. Marie! Wie kommt dein Bett da rein? Das habe ich doch heute Nacht reingepackt. Oh. Marie, das hast du gut gemacht. Ja, und wo ist der ganze Kram geblieben, der da in dem Alkoven stand? Das habe ich alles im Mühlenteich geschmissen. Da liegt das gut. Und da lass den Kram auch ja liegen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben, du. Der ganze schöne Schnaps ist nur weg. Schnaps war da gar nicht drin. Was? 28 Bullens waren das noch. Die Bullens habe ich doch vorher schon rausgeholt. Denn hast du das gewusst mit unserem Geheimnis da? Von ersten Augenblick an. Ja. Ja, aber was soll jetzt mit dem Bett werden? Oh, das kommt natürlich wieder in meine Kammer. Ach was, das lassen wir da, wo das ist. Taline. Aber bis zur Hochzeit schlaf ich da drin. Na, das ist ja wohl ungefährlich. Ja. Und nachher könnt ihr beiden da einziehen. Ja, du weißt doch immer Rat, Taline, was? Ja. Ach, das sind die Leute aus dem Dorf. Die wollen nur ihre Freude haben. Ja, die lass man kommen. Die sollen ihre Freude haben. Ja, was sagst du denen denn, wenn sie dich fragen, dass du so schnell an so eine hübsche, schmucke, junge Braut gekommen bist, du? Ganz einfach. Eingetauscht auf dem schwarzen Markt. Ja. Thank you.